für mich schon rausgefunden, dass das vegetarische Leben, ich da, jetzt kommen amerikanische Sätze, die beste Version von mir selber bin, wenn ich mich vegetarisch, also so, wenn ich wirklich am Start sein will, dann kann ich kein Fleisch, also es ist aber ein Verzicht. Also so, ich würde gerne jeden Tag Fleisch essen, aus geschmacklichen Dingen, und ich muss aber sagen, dass ich so ein paar ethische Bedenken habe, also ich finde schon, und ich bin wirklich der Blueprint dafür. Also ich habe vor 4 Jahren 135 Kilo gewogen, 2x am Tag rotes Fleisch gegessen, mittags einen Burger und zwar einen doppelten und abends nochmal ein Steak schön, und das geht nicht. Das geht auch, also wenn man so viel Fleisch konsumiert, dann auch aus Klimawandelgründen ist das einfach nicht vertretbar. Und das habe ich erheblich verändert, auch weil mein Arzt dann irgendwann gesagt hat, viel Spaß, machst du noch 8, 9 Jahre. Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Waslustiger Achmann. Willkommen zu der neuen Folge Pot mit Ei. Heute zu Gast Unternehmer, Starfotograf und Podcaster Paul Ripke. Dieses Mal aus einem ganz besonderen Standort. Ich befinde mich nämlich immer noch auf meiner Weltreise und war unter anderem direkt bei Paul in Newport Beach in Los Angeles. Wer Paul noch nicht kennen sollte, er begleitet als Fotograf unzählige Künstler auf ihren Tourneen, darunter die Toten Hosen, Materia, Bushido, aber auch Nico Rosberg während der Formel 1 Weltmeisterschaft oder sogar die deutsche Nationalmannschaft in Südamerika. Daneben hat Paul mit Paris sein eigenes Modelabel, mit Rip Kitchen ein vierteljährlich erscheinendes Foodmagazin, und auf Tripkey empfiehlt er Restaurants und Hotels rund um den Globus. Ich könnte vermutlich ewig weiter aufzählen, was Paul alles gemacht hat, aber das erzählt er euch jetzt am besten selbst. Also viel Spaß mit der neuen Folge Pot mit Ei mit Paul Ripke. Ihr merkt ja schon, das ist jetzt nicht hier normalerweise im Studio. Nein, denn das hier ist die Auswanderfolge. Wir sind hier live von Newport Beach aus Los Angeles. Und damit machen wir Konkurrenz dem größten Hollywood-Podcast im deutschsprachigen Raum, nämlich den Cowlitz Hills. Aber Newport Beach ist so viel cooler, das wissen wir alle. Und es gibt 3 Dinge, die muss man gesehen haben, wenn man in Los Angeles ist. Das ist der Hollywood Boulevard, es ist das Hollywood Sign und es ist Paul Ripke. Das sind 3 Dinge, die empfehle ich jedem, sich mal anzuschauen, wenn er hier ist. Und damit herzlich willkommen, Paul Ripke, hier bei dir. Freut mich, dass du mich bei mir begrüßt. Das ist sehr, sehr schön. Man hat gerade eben auch schon, wir sind leider am Pacific Coast Highway, gerade eben ist ein Motorrad vorbeigeballert. Einer der Hauptfeatures dieser Straße, das ist der Highway Number One immerhin, ist, dass Leute ihre übermotorisierten Autos ausfahren. Das heißt, wenn es ein bisschen Autobahnstörgeräusche gibt, das liegt an den Rasern, an der Raser-Szene von Newport Beach. Das tut mir schon mal leid. Sage ich immer zu meinem Team. Okay. Ja, und das versendet sich. Und die hassen mich dafür, dass ich immer wieder sage: Lennart, du machst das. Ich bin mir sicher, das kriegen wir irgendwie hin. Shoutout an Lennart. Aber das hier, ich finde, die fahren überall ihre Autos aus. Ja. Ich bin ja in Downtown und auf allein der Weg von Flughafen nach Downtown sind Karren hier unterwegs. Die habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Vor allem auch riesen Karren auf riesengroßen Straßen. Ich bin, das muss ich ehrlich sagen, ich bin verängstigt, Paul. Ich habe Angst hier in Los Angeles und mir ist auch noch ein bisschen schlecht, weil ich hatte gerade einen Kamikaze-Fahrer, der hat mich vollgeschwätzt von vorne bis hin. Ich hatte keine Chance, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, und er hat immer Gas gegeben, hat sich dann ausrollen lassen und das 1 Stunde lang. War es ein elektrisches Auto? Nee, aber er hat ähnlich viel Gas gegeben, es war ein Bleifuß. Okay, weil das machen die oft durch das Rekuperieren. Also wenn es so ein Prius ist oder sowas, dann geben die Gas und dann gehen sie ganz runter, weil durch das Rollen wird der Akku dann Energie wieder ein bisschen aufgeladen, voll. Du meinst, damit das quasi, damit sie low-cost-mäßig unterwegs sind? Und immerhin ist ja Kalifornien die größte Anzahl an elektrischen Autos, was ja schon mal ganz cool ist. Aber jetzt so ein TÜV gibt es hier nicht so richtig, ne? Also dementsprechend, das hast du ja auch schon gemerkt. Das, ja. Ja. Aber Freiheit dafür. Ja, es ist wirklich abgefahren. Also ich kann dir ein Geheimnis verraten, der es ist ja auch hier ein Kreis des Vertrauens. Unter uns. Na klar. Der, also wenn man nach Amerika zieht, dann hat man ein halbes Jahr Zeit, um seinen Führerschein zu machen. Du meinst jetzt vom Ausland kommen? 6 Wochen, glaube ich. 6 Wochen gilt der deutsche Führerschein als gültig hier. Und da musst du aber einen amerikanischen machen. Das wird einem aber nicht gesagt, wenn man in Deutschland ist. Uns wurde gesagt, man muss einen internationalen Führerschein beantragen. Der sieht aus wie so ein Schulheft von einem 8-jährigen Kind. Auf Deutsch steht vorne drauf, internationaler Führerschein. Ich weiß nicht, wem das was bringt.
Und die Tatsache ist, dass es nicht anerkannt wird und die Leute wollen eigentlich eher deine normale Driver's License sehen, die deutsche. Ja. Das heißt, es ist eigentlich Geldmacherei in Deutschland. Ja. Ich sag mal so, die da oben, die wollten, dass ich mir so ein Ding mache. Und jetzt habe ich so ein blaues Heftchen von meiner Freundin, muss ich zugeben, zu Hause rumliegen, es bringt mir nichts. Es bringt mir gar nichts. Noch einen Impfausweis mitgebracht. Ja, aber als App. Also auf jeden Fall musst du nach 6 Wochen einen neuen machen. Und da bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Und ich wohne hier seit 8 Jahren. Ne? Also ist es hier kein Kavaliersdelikt, was du hier gerade zugibst? Ja, naja, ich bin auf der Position, dass es immer neu losgeht. Aha. Jetzt bin ich zum Beispiel vor 3 Wochen erst. Es wird neu gestartet? Genau. Ach ja, mega. Weiß ich nicht so genau. Also ich hoffe es, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Fakt ist schon auch, also es gibt ja hier keine allgemeinen Verkehrskontrollen. Also du brauchst einen Verdacht, ja, bevor dich jemand anhalten darf. Aber ein Verdacht ist ja auch so ein leichter Auffahrunfall. Oder klärt man das dann mit einem Handschlag und sagt, komm ein hier. Ein Unfall ist ein Unfall, da wirst du kontrolliert. Aber musst du die Cops rufen dann oder nicht? Ja, kommt sehr darauf an, wie wer welche Versicherung. Auch ein großes Learning, falls du mal irgendwie auswanderst, ja, habe ich jetzt auch am eigenen Leib erlebt, weil wir einen Unfall hatten in der Familie. Und also ein Autounfall. Ja. Und, aus meiner Familie, wir haben 3 Fahrer bei uns. Ist nichts passiert. Ganz kleiner Schaden. Und dann hat sich die Versicherung gemeldet und hat gesagt, Mensch, wir haben jetzt einen Schaden von $22.000. Dann war ich so, hey, das ist ein Totalschaden dann auf der anderen Seite. Also da ist nichts mehr da, ja, von dem Auto. Und dann gesagt, ja, aber wir haben den 20.000 angeboten, das ist ja ihre Deckung, und hoffen, dass die das jetzt annehmen. Als Vergleich. Genau, und dann habe ich so gesagt, ja, aber ihr seid ja meine Versicherung. Also ihr seid ja dafür da, dass ich verstehe jetzt, dass die Prämie hochgeht, aber ja, ihr seid ja dazu da. Und dann sagen die, ja, ja, bis 20.000. Dann war ich so, was? Und dann haben die am nächsten Tag angerufen und gesagt, ist leider abgelehnt worden. Die werden sie jetzt verklagen auf 22.000. 20.000 davon kriegen sie von uns. Aber hättest du nicht einfach 2.000 drauflegen können? Hätte ich anscheinend dann irgendwie, müsste mich aber, was ich aber gelernt habe, ist, dass Haftpflichtversicherung, also ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich dazu eine deutsche Kartoffel, aber ich dachte, dass die Idee dahinter ist, yeah, dass der verursachte Schaden zu 100% versichert ist, egal was passiert. Ja. Das ist ja auch anders in Amerika. Das ist gedeckelt. Und ich sag mal so, hier fahren relativ viele Rolls-Royce und Ferrari und so weiter rum. Da ist es dann nicht 20.000, wenn du dem reinschallerst mit einem großen Auto. Also seitdem haben wir eine unbegrenzte, aber das muss man aktiv, eine normale Versicherung. Eine Autoversicherung ist hier eben Haftpflicht nicht unbegrenzt, sondern begrenzt. Was wiederum erklärt, dass der ein oder andere ein bisschen vorsichtiger Auto fährt, sagen wir es mal so. Langsamer. Was mache ich denn jetzt? Defensive. Wenn ich jetzt hier zu Gast bin und ich würde jetzt so ein Rolls-Royce mal kurz irgendwie einen Spiegel abtreten. Nee, du aus Versehen. Hast eine Autoversicherung, dann hast du ja, also du holst dir ein Auto von der Vermietung. Ich würde den händisch abtreten. Durch einen Unfall. Ja. Ja, wer zahlt das? Hast du eine American Express Kreditkarte? Braucht man, ne, oder? Tollen Versicherungsschutz. Aber hast du eine? Ja. Dann nimm nur einfach die. Ja. Ja, wir haben uns dann auch sehr schnell geeinigt, aber ich war trotzdem überrascht, weil ich so, weil ich so in so einem ganz überzeugten deutschen, und wenn das 50.000 kostet, dafür sind sie ja da, das mein Versicherungs-, absolut, Geico, hin oder her. Voll. Und dann haben die gesagt, nee, sie sind bis zu einer, also ich, für mich war das halt neu. Ich wollte für all die potenziellen Auswanderer darauf, Augen auf bei der Autoversicherung. Ja, deswegen muss man ein bisschen gucken. Wir machen mal eine kleine kulinarische Runde, einfach nur, zurückzurudern. Und ich habe mir gedacht, damit die Zuschauer, die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, so ein bisschen kennenlernen, habe ich eine erste Kategorie für dich und die heißt Shrimply the Best. Shrimply the Best. Barbecue Version, because we are in America right now and it's quite hot. Okay. Und ich will von dir wissen, 3 Dinge, die du bei jedem Grillout bei dir auf den Grill legen würdest. Was sind die ersten 3 Dinge, die bei dir auf den Grill müssen? Karotten, so kleine Karotten, die wir... Die aus Afrika, die nicht weiter wachsen, die aber für voll viel Wasser da angebaut werden, dann rübergeschifft werden?
Nee, die kommen hier aus Kalifornien. Tatsächlich kommt fast alles hier aus Kalifornien oder Mexiko. Also wir sind hier sehr lokal unterwegs, aber die kleinen Karotten von Trader Joe's, die so karamellisiert, fast ein bisschen verbrannt. Trader Joe's ist ein Supermarkt. Supermarkt, sensationeller Supermarkt. Okay. Gehört Aldi, interessanterweise. Mhm. Sind hierher gegangen und haben einen eher higher-end, local, gemüseorientierten Supermarkt gemacht, der wirklich sehr, sehr gut ist. Und so für die Basics auch noch halbwegs bezahlbar, also so Whole Foods oder Air One oder so, dann gibt es ja so High-End, super, das alles geil, ja. Jeder, aber da kostet halt auch alles $47 und das ist noch das günstigste, also ist total schwachsinnig. Ist aber auch grundsätzlich ein bisschen teurer hier alles, ne? Ultra. Ich würde sagen, Schweiz, vergleichbare Preise, außer Klamotten, die gehen einigermaßen. Ich glaube, die Schweiz ist günstiger? Ja, viel günstiger als L.A. Also die Lebenserhaltungskosten gehen hier so schnell, so völlig wahnsinnig, ist schon wenn absurd. Du wüsstest, was ich an Miete für diesen Büroraum bezahle, was ist einfach denn? Völlig, also wirklich, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, also ich sag was, du sagst mehr oder weniger. $2,000. Er lacht mir ins Gesicht. Null dranhängen. Wirklich? Nein, nicht ganz so, aber. Aber für beide? Eine Stelle kannst du da dranhängen für 30 Quadratmeter oder sowas. Und es regnet rein. Wenn es regnet, tropft hier überall das Wasser rein. Aber und wenn ich die Miete auch nur 2 Tage zu spät zahle, bist du raus. Nee, dann kriege ich eine Strafzahlung von $850. Nein. Das ist einfach völlig gestört. Aber kriegst du die zurück, wenn du die Miete wieder zahlst? Nee. Oh. Der sagt einfach, ich muss, also ist alles. Hier gibt es ja auch keine Überweisungen so richtig. Sondern? Schecks. Das ganze Land ist auf Schecks gebaut. Ich habe noch nie einen Scheck geschrieben. Ich auch nicht. Mein ganzen Leben. Noch nie einen gesehen. Bis hier. Alle Mieten werden mit Schecks physisch einfach rübergebracht. Das ist total. Dieses ganze Überweisungsgame ist nicht in Amerika angekommen. Apps, Entwicklung, Silicon Valley, alles cool, aber Überweisung, nee. Das gäbe Wire Transfer, oh, das ist schwierig. Aber es ist viel Wireless hier, habe ich gemerkt. Ja. Ich kann nämlich nicht mehr so viel bezahlen, weil die sagen nach, keine Ahnung, nach 20 Wireless-Bezahlungen sagen die, ey, du musst mir deinen PIN eingeben, sonst glauben wir dir nicht mehr. Ja. Ist auch vielleicht diese, ja, vielleicht auch wieder eine Amex, ne? Also das spricht schon wieder dafür. Platinum. Ist auch eine schöne, schwere Karte. Soll ich sie dir mal zeigen? Gerne. Das ist ein beeindruckender Moment. Schwer ist ja immer teuer, sag ich. Hier, guck, das sind meine Essentials. Da habe ich ein, da ist mein Führerschein. Oh ja, sehr gut. Ob der jetzt gültig ist oder nicht. Guck mal, das ist eine tolle, schwere Kreditkarte. Nicht schlecht. Nee, das ist lieb. Ich habe dir auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Ja. Es ist genau, ich habe mir überlegt, es ist, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber wir müssen erstmal die drei besten fertig machen, nicht, dass wir hier was aufbauen und dann nicht weitermachen. Du hast vollkommen recht. Karotten ist das erste, ja. Auberginen ist das zweite. Ich mag sehr, aber im Moment grille ich fast nur mit Holzfeuer. Ja. Ich habe mir so einen argentinischen, aber aus Deutschland bestellt, weil in Heilbronn, of all places, gibt es den weltweit hübschesten argentinischen Grill. Asamodo heißt der. Und ist so ein Argentinier, glaube ich. Wir können, glaube ich, hier mal kurz ein Bild einblenden, oder? Ja. Ja. Schon schön, oder? Das ist wow. Der und wieder so, man macht da links das Feuer, siehst du ja, und dann ja. Geht die Kohle runter und dann schiebt man die so rüber. Mhm. Und durch dieses gesamte Raucharoma schmeckt aber vor allem Gemüse so smoky und viel slower cooked. Voll geil. Und wofür ist der USB-Anschluss da unten? Das ist für Unterbodenbeleuchtung. Ah, cool. Damit, der ist tatsächlich auch betrieben, da kann man auch in den Straßen ein bisschen. Das hat Pimp My Ride gebaut. Naja, auf jeden Fall sind Auberginen das zweite. Und dann komme ich auch mit, bei Trader Joe's ja. Gibt es tatsächlich eine bayerische Bratwurst. Eine was? Eine bayerische Bratwurst. Bei Trader Joe's? Ja, Bavarian Brat heißt es hier. Ja. Und die hat nichts mit einer Thüringer oder sowas in Deutschland zu tun, mhm. Sondern schmeckt aber so ein bisschen cremig. Ist wirklich eine sehr, sehr gute, wenn ich mal Fleisch esse, dann esse ich diese Bratwurst sehr, sehr gerne. Muss ich schon zugeben. Wie ernährst du dich denn grundsätzlich? Ziemlich vegan. Mhm. Auf weil jeden Fleisch Fall teuer vegetarisch. Ist hier, oder? Nee, weil ich gesundheitlich für mich, vor allem für meinen Geist, merke, dass der Fleischkonsum einfach voll auf meine Schwankungen auf hoch, Himmel hoch jauchzend, zu tief betrübt und also für mich schon rausgefunden, dass das vegetarische Leben ich da, jetzt kommen amerikanische Sätze, die beste Version von mir selber bin, wenn ich mich vegetarisch, also so wenn ich wirklich am Start sein will, dann kann ich kein Fleisch, also es ist aber ein Verzicht, also so ich würde gerne jeden Tag Fleisch essen,
aus geschmacklichen Dingen. Und ich muss aber sagen, dass ich auch so ein paar ethische Bedenken habe. Also ich finde schon, so Massentierhaltung und sowas ist, also da wirst du niemanden finden, der das, glaube ich, gut findet. Und aber auf jeden Fall einfach nicht bewusst ist. Dass wir nachhaltig, also, und ich bin wirklich der Blueprint dafür. Also ich habe vor 4 Jahren 135 Kilo gewogen, 2-mal am Tag rotes Fleisch gegessen, mittags einen Burger und zwar einen doppelten und abends nochmal ein Steak schön und das geht nicht. Das geht auch, also wenn man so viel Fleisch konsumiert, dann auch aus Klimawandelgründen ist das einfach nicht vertretbar. Und das habe ich erheblich verändert, auch weil mein Arzt dann irgendwann gesagt hat, viel Spaß, machst du noch 8-9 Jahre. Wie alt warst du da, als er das gesagt hat? Wie viele Jahre habe ich noch? 39. Was? 39. Okay, das ist, ey, ich habe noch eine rosige Zukunft, das ist okay. Ja, das sind 8 gute Jahre. Ja, kannst du nochmal zurücklehnen und nochmal ein bisschen Fleisch essen. Ich habe lang Fleisch gegessen. Und dann geht es auch relativ schnell, muss man ja auch sagen. Also mach mal ein veganes Jahr. Und dann ist dein Herzapparat, bei mir zumindest war es so absurd wieder regeneriert und so weiter. Aber hast du komplett 100% verzichtet? Ja, ich habe ein veganes Jahr 2019 gemacht. Mhm. Alkoholfreies Jahr auch. Das wäre das zweite große Thema in meinem Leben, ist Alkohol. Ja, ja, es ist immer verbunden auch. Und Alkohol ist echt ein Thema bei mir. Also so auch da, also so wenn ich einfach loslasse und mir ist alles egal, dann würde ich gerne Flasche Sancerre mittags schon trinken, 3-4 Bier am Nachmittag, 5 Burger dazu und am Abend noch eine Flasche Rotwein da drauf. Ey, die Lage hier, so die schlägt nach Margaritas. Ich sag ja mal so, das ist also... Geil. Absolut hier, absolut entwickelt. Hab ich davor nie getrunken. Das ist nur geil. Geile Margaritas. Das ist wirklich größte der Welt. Aber... Machst du gar nicht mehr? Nee, also im Moment trinke ich fast gar nicht, ja. Ganz selten. Also... merke, dass in mir, aber ich bin ja auch ein bisschen älter als du, 43, und ich merke total, dass in mir, ich bin kurz vor, ich trinke einfach gar nicht mehr. Mhm. Also so der nächste Schritt ist irgendwann, ey, das macht keinen Sinn. Weil, also der Kater ist scheiße, die gesundheitlichen Folgen sind scheiße, der Schlaf ist katastrophal, wenn du trinkst. Dranbleiben, das ist der Trick, du musst immer dranbleiben und das hilft dann. Aber wir wollen auch keinen ermutigen. Ja, ihr jungen Leute, ihr könnt es ja noch verkraften, aber wenn man da erstmal ins Alter kommt, dann merkst du schon, das ist, also, und generell, also, wie wir Deutschen das so okay finden oder die gesamte Gesellschaft das so okay finden, wenn Leute so ein bisschen besoffen, der ist halt ein bisschen besoffen, ja, und redet ein bisschen rassistischen Scheiß, ach ja, der ist einfach nur besoffen, das ist nicht okay. Punkt. Nee, ist es also nicht. So, ich rede nicht rassistischen Scheiß, weil ich das hoffentlich... ist es nicht, aber ich hab mega Jetlag. Also ja, ab 5 Uhr bin ich hier wach, ja, und heute Morgen, meine Freundin auch, und wir haben darüber philosophiert, warum die Menschen hier in LA so crazy sind. Weil du kannst keinen, ich glaube, es sind Blocks weit laufen hier, also 2 ja, Kreuzungen weit, ohne dass du irgendwen hast, der fuchtelnd vor dir steht und fuck schreit und ein bisschen nach Arsch riecht und... Jetzt so lebt aussehen. Ihr aber in Downtown. Warte ganz kurz. Und wir haben überlegt, woran liegt das? Das liegt daran, dass Alkohol hier schweineteuer ist und dass sie sich kein Alkohol kaufen, sich zu besaufen, wie das die machen in Berlin beispielsweise. Da ist ein bisschen Crack und ansonsten Alkohol. Aber ich glaube, die sind hier auf dem Stoff, der macht die Menschen verrückt. Ja. Und ich habe jetzt gerade mit deinen beiden Boys gesprochen, die meinen ja, hier ist Fentanyl am Start. Ja. Also wirklich richtig günstige, das sind alles Zombies. Also ich habe es ja, noch nie erlebt, dass so viele auf dich zurennen. Ist Downtown, gut, vielleicht ist es... Downtown ist die, also geh mal durch Skid Row. Sagt dir Skid Row was? Mm-mm. Gib's mal ein und fahr da nicht mit deiner Freundin, bitte, fahr da mal allein durch. So Bahnhofsviertelmäßig? Skid Row ist ein komplettes Viertel, was eigene Bürgermeister hat, was einfach aufgegeben worden ist. Wo, hier in L.A.? Ja, direkt bei dir. Ich glaube, in Skid Row, jetzt google ich kurz, damit ich keinen Quatsch erzähle, wie viele Menschen dort da wirklich leben, aber es ist wirklich absurd, wie viel, how many people live in Skid Row? Man muss überlegen, L.A., ich habe recherchiert, es sind 4 Millionen Einwohner, ähnlich wie Berlin, aber die... Was? Hä? Aber die ja, Grundfläche ist doppelt so groß. Sprich, diese Stadt ist gigantisch. Aber, hey, ich kriege hier gerade Blicke. 15.000 homeless people wohnen da. Mhm. How many people live in L.A.? 4 Millionen. 3,8, oder? Ich lerne jetzt was anscheinend. Ja. Das wird interessant, ja.
Da hast du völlig recht. Also, das sieht aber gigantisch aus von oben. Ich hatte schon Angst, als ich drüber geflogen bin. Das ist alles Beton. Ah, okay. Das ist nur LA County. Du bist hier jetzt zum Beispiel auch nicht in LA County. Das wäre meine Überlegung gewesen, was dazu zählt. In der Greater LA heißt der Begriff. Mhm. Und das ist alles, was du gesehen hast beim Reinfliegen. Bei 20 wahrscheinlich. 18,5 Meter. Wow. Ja. Okay. Okay. Genau. Das, okay. Ich habe, sonst wäre es. Die Metropolregion, so wie. Du kommst aus Darmstadt, hast du vorhin erzählt? Und lebe in Berlin, ja. Du lebst in Berlin, ich komme aus Heidelberg, deswegen ist die Metropolregion Rhein-Neckar, die hat nicht 18,5 Millionen Einwohner, die hat eher so 350.000. Aber hier die Metropolregion Los Angeles hat 18,5 Millionen. Es ist absurd, das wie groß diese Stadt ist. Es ist wirklich absurd. Ich bin eine Stunde mit dem Uber zu dir gefahren, Wir sind quasi in der gleichen Stadt. Crew. Lass uns weg vom Fentanyl. Ich würde es jedem empfehlen. Ich habe dir was mitgebracht. Was denn? Und die Sache ist die, du bist der Weltstar unter den Fotografen. Du bist... Bin ich ja du, gar nicht. Du hast alles, was man sich als Mensch wünschen könnte. Du hast auch wahrscheinlich keine Wünsche mehr an dich und an das Leben, aber ich habe dir was mitgebracht, das wusstest du nicht, dass du es haben willst. Es ist für Geld gar nicht kaufbar. Ich war bei Hessen Blumenthal, ob man den so ausspricht, weiß ich nicht, aber es klingt schon sehr deutsch, ist irgendwo noch ein Haar mit drin. Und es ist ein Drei-Sterne-Koch aus London, aus der Fat Duck, einer der berühmtesten Restaurants der Welt. Das klingt sogar, ja. Und also wenn er, glaube ich, mehr wäre wie Gordon Ramsay, dann würde er eher im Fernsehen sein. Autodidakt, der sich selber Kochen beigebracht hat und das genial macht, der hinterfragt alles. Und ich habe die gefragt, ob sie mir noch eine Tüte an Süßigkeiten geben, weil das Dessert war so ein Haus, das aufgebaut worden ist und dann hat man da einen Coin reingeschmissen und dann durfte man sich 4-5 Süßigkeiten auswählen. Und ich habe dir eine Süßigkeiten-Tüte, so wie man es früher auf dem Geburtstag bekommen hat, habe ich dir mitgebracht. Okay. Und ich wusste jetzt nicht, dass du so vegan bist, weil ich glaube, da ist einiges drin, was nicht vegan ist. Aber wir können ja, vielleicht den Kids kannst du ja vielleicht was abgeben oder so. Das nee, auf keinen Fall. Die esse ich jetzt hier über die, und darf ich über das Erlebnis dann berichten. Selbstverständlich. Du kannst ja mal kurz sagen, was du da hast. Also ich mache jetzt als allererstes eine Streichholzschachtel, würde ich sagen, von der Art und Weise her. Ist ein englische Süßigkeiten nachempfunden. Ist ja eh schon was Spezielles, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Der Brite maß es in Zellulanpapier. Ich glaube, er hat gesagt, man kann das mitessen. Das Plastik? Aha. Ich glaube wirklich. Wirklich? Schwörst du? Er hat zu irgendwas gesagt, man kann es mitessen. Und es gibt so Bonbons aus Asien, die heißen White Rabbits, und dann kann man es auch mit essen. Kannst du es mal kurz nur so anlutschen, ob es funktioniert? Ob es sich auflöst? Ja. Das könnte Esspapier sein. Ja, es ist Esspapier. Geht, ne? Und kannst du emotional sagen, was es ist und an was du dich erinnert fühlst? Ist es so ein Toffee? Mhm. Aber nicht wertes Original, eher so Milchkuh. Wie heißen die denn? Mumu? Heißen die Mumus? Nee, ich glaube nicht, aber... Aber, diese aber es ist ein Toffee mit einer Nuss drin. Mit einer Nuss. Ich glaube, es ist eine Pekannuss gewesen. Hört mich aber über. Also, klar. Oh, sehr gut. Aber es kann wirklich sein, dass es ein Pekannuss war. Also, hervorragend. Da will ich gleich das nächste. Na, gerne. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ist ja dein Tag. Ist mein Tag. Mhm. Das darf ich jetzt hier. Wie war das Essen sonst so? Wo meinst du? Im Fat Duck. Ich muss ehrlich zugeben, es ist für mich einer der größten, es ist so ein bisschen ein Idol von mir, weil ich war in Zürich im Rosi mit Chrissy, deinem Podcast-Partner, also in Spee. Ja, und ja. Ich war begeistert vom Rosi und ich weiß, dass er früher bei Heston war und dort gelernt hat. Das ist wieder sowas, ne? Ja, schieb's dir rein. Was hast du jetzt? Na, Kritiker. Aha. Bisschen Zimt. Abgefahren. Aber lecker? Super. Vor allem nicht so krass süß. Erstaunlich. Abgestimmt. Noten von Tee. Das kann sein. Aber ist es schwarzer Tee oder grüner Tee? Ist es Matcha oder ist es eher so ein... Schwarzer Tee. Mhm. Britischer. Breakfast. Grey. Ja. Breakfast? Nee. Grey oder Grey. Breakfast. Boah. Ich höre damit jetzt nicht auf. Erzähl mal weiter. Boah, das ist ein Bonbon, Nehme ich. Ah, nee, ey, das war mein Bonbon, weil ich nicht wusste, wie viel Kaffee ich getrunken habe und ob ich vielleicht einen Bonbon brauche. Ich hab einen Ricola da reingeschmissen, weil ich sonst gesagt habe, kann ich jetzt Ricola haben? Ja, sehr gerne, dass ich auch ein bisschen was habe im Mund. Mögen die Podcast-HörerInnen ja besonders gerne. Das sind sie hier gewohnt. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil viel Show ist.
Ah, wirklich? Ja. Ich habe, glaube ich, 3 Gänge, an die mich erinnere, für immer, aber der Rest nicht. Es waren 11 Gänge für sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, ich habe zu zweit 1.300 Pfund bezahlt. Wir sind eine Stunde rausgefahren und... Schön. Oh, das ist eine schöne Praline. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, Himbeere, da steckt Himbeer drin. Nein. Nein. Stachelbeere. Never ist da Stachelbeere drin. Never schmeckst du da Stachelbeere raus. Was heißt eine Stachelbeere auf Englisch? Stachelbeer. Schmeckst du das? Come on. Ich habe mein Ricola, der neutralisiert leider gerade alles. Aber merkst du, was ich meine? Stachelbeere hat sowas sauersüßliches. Könnte auch Johannisbeere sein. Ja, könnte auch eine Johannisbeere sein. Was heißt mal Johannisbeere auf Englisch? Raspberry? Elderberry. Elderberry. Ja. Na, ich glaube, davon habe ich auch nichts gehört, weil man konnte es nämlich nachlesen. Aber ich muss sagen, ich würde das nicht nochmal wiederholen. Ich wollte es unbedingt mal gesehen haben. Ein Kartenspiel drin. Essbar. Essbar. Kannst du reinbeißen. Er beißt gerade in eine Herzdame, glaube ich. Ja. Mhm. Was gibt's dir? Haben wir einen Feueralarm? Oder? Nee, das sind die Nachbarn. Naja, das ist natürlich praktisch. Ich habe übrigens eine Liebe entdeckt. Eine Liebe zu Tomatensaft. Ich habe auf dem Flug hierher 9 Gläser Tomatensaft gesoffen. Ich musste auch alle 10 Minuten aufs Klo rennen, gefühlt. Aber ich habe das eine Zeit lang nicht verstanden. Hast du so eine Vorliebe? Weil du fliegst ja viel. Mhm. Aber privat, nehme ich an. Nee. Hast du eine Vorliebe, was du konsumierst im Flugzeug? Man sieht übrigens gerade Paul wie so ein kleines Kind auf seinem Sessel sitzen und sein Bauch ist schon voller Süßigkeitenpapiere und er lebt gerade. Meinst du, das kann ich auch mit essen? Nee, du kannst alles mit essen. Einfach reinschieben. Ah, das war jetzt die Grenze. Das ist Aluminium, Entschuldigung. Das Alupapier war die Grenze. Da dieser Briefumschlag, konntest du den mit essen? Das Siegel konnte ich mit essen, das andere war Papier. Meinst du nicht, das war einfach nur Wachs? Nee, es hat nach Schokolade geschmeckt. Okay, das ist gut. Nee, nach Fondant, würde ich sagen. Mhm. Also einfach nur also Zucker. Da fragst du leider den Falschen, was... Also Tomatensaft, Vorsicht, sehr viel Zucker. Ist das so? Unfassbar viel Zucker. Ich dachte, in meinem Tempel was gut ist. Ich dachte auch immer... Wegen Gemüsesaft. Ich dachte jahrelang, Tomatensaft, Ultra ist die Lösung aller Low-Carb-Diäten oder sowas. Ja. Oh, ist auch sehr gut hier übrigens. Was hast du da? Kaffee, probier mal. Ich teile mich. Ich versuche mir kurz dieses Ricola irgendwann ein bisschen zu klemmen. Ich würde sagen, das ist ein bisschen Toffee Snickers. Auch wieder, aber eher so ein Biscuit-Toffee. Oh, ist irre schön. Vielen Dank für dieses wunderschöne Geschenk. Jetzt gucke ich kurz nach dem Zuckergehalt. Ist ein bisschen Marshmallow auch mit drin, ne? Ja. So eine Marshmallow-Spur. Ja. Ist eigentlich wie der perfekte Schokoriegel. Ja. Oh, sehr lecker. Wie so ein schöner, ja. Sehr gut. 10 Gramm Zucker pro. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu Apfelsaft. Das wird ähnlich sein. Ja, ne? Okay. Cola ist 30 Gramm. Mhm. Sag mal mehr. Squirt. Kennst du Squirt? Ja. Das ist eine tolle Zitronenlimonade. Aber ich bin mir nicht sicher, aus dem gleichen Kontext wie du. Das ist hier die beste Zitronenlimonade, die es gibt. Mhm. Und das ist der Wunschvater deines Gedanken. Aber die hat 60 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das ist ja fast ein Sirup dann eigentlich. Ja, ist es. Aber es ist tatsächlich völlig absurd. Kann man gut verstecken, aber auch in Flüssigkeiten, Gott sei Dank. Ja. Aber was wenn du jetzt fliegst nach Deutschland, ja. Du wirst gefragt von dem netten Steward, von der netten Stewardess, Herr Ripke. Ja, da bin ich leider der Falsche. Man kennt sich ja per Du mittlerweile. Herr Ripke, was darf ich Ihnen bringen? Weißt du, was schlimm ist, dass die... das wahr ist, ne? Nee, was aber tatsächlich manchmal passiert, ist, dass die... dass sie mich anrufen. Ich fliege halt manchmal ohne Aufgabegepäck und dann sagen die, hey, sie haben noch 10 Minuten. Ich komme sehr knapp. Knapp. Ich weiß relativ genau, das sind 43 Minuten von hier zum Flughafen. Ja. Mit ein bisschen Verkehr vielleicht 47, aber ich der Situation, in der ich mich, also so grundlegend ist es schon so, die nehmen einen schon noch mit, wenn man da spätestens
45 Minuten davor. Bereits die Grenzen aus. Ja, genau. Ja. Und ich weiß halt, wie die sind, aber das Gepäck wird eine Stunde davor nicht mehr angenommen. Und tatsächlich, wenn ich dann nur Handgepäck dabei habe, dann rufen die mich manchmal an auf dem Handy und sagen so, hey, ja, wir sind jetzt hier, sind Sie noch weit weg oder wollen Sie Gepäck aufnehmen? Dann würde ich Ihnen jetzt schon mal eins ausprobieren. Weil du schon als Unruhestifter vermerkt worden bist bei denen. Ich glaube, ja. Ja. Also es ist nicht positiv, sondern es ist so als, ja, der Trottel ist wieder da. Auf jeden Fall, und also grundlegend ist, glaube ich, kann man ja schon auch mal so sagen, dass jetzt Datenschutz wird, glaube ich, bei Lufthansa nicht groß geschrieben. Fliegst du von hier mit Lufthansa? Also ja, nach Frankfurt ist der einzige Direktflug leider. Stimmt gar nicht. United gibt es auch ein bisschen. Also Lufthansa ist schon echt kein so geiles Produkt in der Business Class. Also es ist schon echt sehr veraltet. Aber da kommt ja eine neue, glaube ich, irgendwann mal. Das sind jetzt richtige Snob-Gespräche hier, Entschuldigung. Ich bin noch nie Business Class geflogen. Lohnt sich. Dann bist du versaut für immer, leider. Wirklich schlimm. Ich habe Angst. Hast du eine Seite, wo man das besonders günstig kriegt oder braucht man da? Ja, es gibt auch ein paar Reisebüros, wo man das nochmal günstiger. Da gibt es also tatsächlich ist bei Reisebüros und so ganz besonderen Flügen. Warte, wir haben doch eine Kategorie dafür. Und die ist. Die Empfehlung des Tages. Und jetzt, hier spricht immer jemand drüber, während ich das sage. Es klingt jetzt nur nicht so fancy, weil ich jetzt hier sitze und nicht der Synchronsprecher, aber ist auch egal. Und jetzt hast du quasi, hast du Empfehlungen für alle da draußen, die gerne Business Class fliegen? Ach Gott, ich kann es kaum aussprechen. Was Markus sind die Tricks? Das ist so ein bisschen selbstgefälliger Lach. Internet natürlich. Also so, es gibt schon, das ist gerade eine beschissene Antwort, aber das American Express Platinum Buchungsportal hat tatsächlich sehr gute, es kostet manchmal so 2.000, 3.000 weniger. Mhm. Und dann musst du mal ein bisschen, also oft sind Flüge andersrum besser. Also von Deutschland aus? Es ist auch saunervig, dann bist du irgendwann, das ist jetzt ein Vielflieger, also irgendwann bist du reversed heißt, du fliegst falsch rum. Also ich war das zum Beispiel 1,5 Jahre jetzt. Also ich quasi, wenn ich im April wieder hingehe, dann mache ich meinen Rückflug im April und dann fliege ich wieder hin. Also meine Flugbuchung ist Frankfurt, LA, Frankfurt. Ja. Und nicht LA, Frankfurt, LA. Und das die ist halt manchmal günstiger, aber beschissener, weil du dann irgendwann einen One-Way-Flug brauchst, der das wieder aufhebt. Ey, sind die Tricks? Hey, nein, das ist ja fantastisch. Da steckt mir noch gar nicht drin. Ich trinke nur Wasser. Seit 6 oder 7 Jahren. Ich esse auch überhaupt gar nichts auf Flügen. Warum? Also strikt. Das ist der Hauptfaktor zur Jetlag-Vermeidung. Also 3 Sachen gibt es, die du wirklich machen musst. Du schläfst. Ist es wirklich total, zugegebenerweise Melatonin und Schlafen, also Melatonin-Tabletten oder Zufuhr und einfach schlafen. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass du in der Business Class zum Beispiel ein Bett teilweise hast. Das ist natürlich leichter gesagt, als wenn man Echo, kann man ja nicht so gut schlafen. Außer du hast einen sehr weichen Sitznachbarn. Ja. Oder, ist mir schon passiert, mit Schlaftablette. Oh, eingeschlafen, von Dubai nach Deutschland. Dubai war Zwischenstation, keine Sorge. Ich bin auf einem sehr dicken Marokkaner eingeschlafen. Ich weiß nur, weil er es mir gesagt hat. Er meinte, er hat mich auch erstmal liegen lassen. Hast du gesabbert, Mister? Ich glaube, ja. Ich sabber immer. Aber vielleicht bin ich selber voll gesabbert. Ja, das ist schon okay. Zweitens, keinerlei Alkohol. Ja. Also wirklich auch nicht am Tag davor und danach. Also wirklich strikt, weil Alkohol schallert so viel mehr, verengt die Blutgefäße, ist im Druckbereich total scheiße, ist, macht natürlich deinen Rhythmus raus, so dumm wie es ist, also weißt du so, und du musst, also das Wichtigste ist, dass du nicht über die Vergangenheit nachdenkst oder redest oder das thematisierst. Das Wort Jetlag ist verboten in meinem Umfeld, wenn ich fliege, das darf man gar nicht sagen. Ja. Man denkt auch keine Sekunde darüber nach, wo man herkommt, sondern nur, wo man hingeht. Also es ist völlig egal, nicht eine Sekunde darfst du drüber nachdenken. In deinem Fall jetzt gerade, du kommst aus London oder aus Berlin? London. Aus London, wie viel Uhr es in London ist, ist völlig irrelevant. Es ist nur relevant, wie viel Uhr es jetzt hier ist. Aber wenn man Geschäfte mit Deutschland führt, dann musst du ja wissen, wie viel Uhr es dort. Ja, aber nicht in deinem persönlichen Zusammenhang. Also nicht darüber, dass du es wirklich tatsächlich so dummes ist, ein Gehirn-Ding auch. Und nichts essen. Also ich esse nur auf dem Boden, weil
Also A ist natürlich auch da, Luftdruck, Verdauung ist total, also ist einfach scheiße für den Schlaf. Also du bist einfach weniger erholt, wenn du ankommst. Dann ist der Ablauf des Menüs oder des Essens ja flugoptimal. Also die machen das ja nicht zieloptimal, das ist das, was du machen solltest. Also du fliegst jetzt nach L.A. Ja. und solltest ab dem Moment, in dem du ins Flugzeug gehst, die Uhren umstellen und nach L.A. Zeit leben. Heißt in deinem Fall, du bist dann 3 Uhr nachts, steigst ins Flugzeug und wenn du es hinbekommst, dass du dein Gehirn darauf einstellst, sagst du, oh, dann schlafe ich jetzt sofort. Ja. Und wenn ich rüberfliege, obwohl es die LH456 von Frankfurt nach L.A. fliegt um 10.50 Uhr los, das ist aber ja 3 Uhr nachts nach L.A.-Zeit. Zum Beispiel, also nicht ganz, 10.50 Uhr ist 1.50 Uhr. Da gehe ich hin und schlafe sofort. Mhm. Was total schwachsinnig ist, weil du aus Deutschland kommst und denkst, es ist 11 Uhr morgens, ich schlafe doch jetzt nicht. Dadurch kommst du aber in den Zielrhythmus besser rein. Und der Service ist aber natürlich so orientiert, dass es für den Flug optimal ist. Also der ist Abend, also erstmal kommt der, du kriegst dann ein Mittagessen um 13.30 Uhr und so 2 Stunden nach Abflug und dann kriegst du ich habe noch Tea Time bekommen, Abendessen. Aus London kommt, das war sehr schön. Und das hindert dich aber daran, in der neuen Zeit anzukommen, so dumm wie es ist, weil du, also du würdest ja jetzt auch nicht, also ich verstehe das vollkommen. Wenn man betrunken ist, vielleicht nachts um 2 noch ein kleines Rinderfilet dir bestellen, aber... Ne, doch, dann erst recht. Wenn du, ich weiß, deswegen, nur dann. Aber, und sonst würdest du ja um 2 Uhr nachts jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt nochmal essen. Voll. So, und dementsprechend ist genau diese Zeitorientierung total widersprüchlich zu dem, dass du in der neuen Zeit lebst, quasi. Aber das heißt, alle Vorzüge, die du eigentlich hast, bis auf den Schlafplatz von der Business Class, nutzt du gar nicht. Korrekt. Weil da wird ja alles, da wird ja, kannst du ja dir bestellen, was immer du möchtest. Da wird dir ein handgeschnitztes Wagyu-Steak, wird dir ja da oben warm in der Mikrowelle, das kannst du dir zu dir nehmen, mit dem Strohhalm, was auch immer. Das kannst du ja alles machen da oben. Habe ich seit 5 Jahren nicht mehr gegessen. Wow. Und der, das ist auch immer echt traurig, weil die ja sehr stolz sind, einen Service. Also es fühlt sich wirklich fast an wie... in die Fat Duck zu gehen und zu sagen, Leute, ich esse hier nichts. Nehmt euch, also ich, so ein bisschen, ja. So ehrlicherweise kommen die ja immer mit so einer Menükarte und sagen, und jetzt können sie sich was aussuchen, ich komme dann gleich, was sie haben wollen. Freuen sich richtig. Und da sage ich schon immer, brauche ich nicht, tut mir leid, ich esse nichts. Und dann sind sie, wie, jetzt wollen sie gleich schlafen, ja. Aber dann Mittagessen danach. Ich so, nein, ich esse nichts auf Fliegern. Warum sitzen die denn hier, ist die nächste Frage. Wir haben hinten noch Platz für sie. In der Economy. Andere würden sich darüber freuen. Ja, aber dann, aber das ist. Jetzt darfst du auch nicht vergessen, leider muss ich ja ein paar Mal im Jahr hin und her. Und das war, also ich komme aus einer. Das ist ein ultra nerdiges Thema bei mir. Ne? Also so, ich habe 5 Jahre in der Formel 1 gearbeitet und da war das der spielentscheidende Punkt, dass du Jetlag in den Griff kriegst. Ne? Mhm. Und da bin ich, keine Ahnung, 305 Tage im Jahr unterwegs gewesen und wusste gar nicht mehr. Das Schlimmste, was passiert ist, das ist immer so leicht gesagt, aber wenn man sich da wirklich vorstellen kann, wir haben ein Rennen in Singapur, was Nacht ist, die gesamten Teams und alle Abläufe sind nach europäischer Zeit, weil die aus Europa kommen am Tag davor. Ich komme aus L.A. in Singapur-Zeit, bin also nochmal eine dritte Zeitzone, es gibt ja 3 Drittel sozusagen, Europa, Asien, Amerika, so grob von den Zeitzonen, und lebe dann in Singapur nach europäischer Zeit. Das funktioniert nicht. Es ist einfach, mein Gehirn ist explodiert, wenn du nicht wirklich intensiv dich damit auseinandersetzt. Und da haben wir so eine App gekriegt, die heißt Timeshifter und ist von einem NASA-Menschen entwickelt worden. Und mit dieser App bekommst du, also ich habe wirklich das ganze Jahr immer 3 Tage vorm Flug, wenn ich quasi die langsam in die nächste Zeitzone reinrutschen, heißt ab 15 Uhr kein Koffein mehr, am dritten Tag davor, am zweiten Tag ab 14 Uhr kein Koffein mehr, ja. Dann kein blaues Licht mehr abends, also keine Screens, keine Handys und eben auch einen klaren Essensplan, wann du aufgrund deiner Essens, also auf keinen Fall im Flugzeug essen. Ist das, also wenn du Jetlag vermeiden willst und wenn du dann noch, das waren jetzt 3 Sachen, wenn du dann noch Sport machst, damit du oder irgendwas durchblutungsförderndes, Eisbaden ist tatsächlich total geil, weil halt es ist halt schon einfach eine Druckluftkabine, in der du 11 Stunden, du jetzt 10 Stunden drin bist und das ist zutiefst ungesund. Also so, da musst du was dagegen tun,
weil sonst deine Blutgefäße sich verengen. Und also so wenn du danach ein Eisbad machst oder joggen gehst relativ schnell, es wirkt Wunder, wie dein Jetlag weg ist. Also und ich habe quasi keinen Jetlag mehr. Also wirklich, der ist... Ich glaube, wenn man das mal macht, dann merkt man das nicht so, aber wenn du halt das sehr, sehr oft immer wieder in dieser Situation bist, dann verstehe ich das. Aber das wäre mir zu... Wobei, du hast aber auch kaum inneren Schweinehund. Ich habe die Folge mit der Ehrenflaume gesehen bei dir. Entweder war das alles gestaged oder du bist wirklich der disziplinierteste Mensch, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Natürlich nicht, aber der... Also ich versuchte morgens schon... Morgens gehst du schwimmen, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, wann? Wann stehst du denn morgens auf? Um 6. Um 5.45 Uhr stehe ich jeden Morgen auf. Naja, sind das nicht so Marine-Einsatzzeiten, die gerade viral gehen, indem man quasi einfach 5 Stunden vor allen anderen aufsteht, einfach um mehr Ruhe zu haben für seine eigene Arbeit? Nee, es ist bei mir so, dass ich ja sehr viel, fast ausschließlich mit Deutschland arbeite und ich deswegen ab 13 Uhr überhaupt nichts. Also ab 12 habe ich jetzt schon. Du bist mich hier, jetzt ist es 1. Mhm. Mein Arbeitstag ist vorbei. Darfst du auch nicht vergessen. Also so ich habe nichts mehr. Ich muss vielleicht ein paar Mails machen und ein Konzept schreiben oder sowas, aber ich habe nichts mehr zu tun am Nachmittag. Also ich habe Freizeit zur freien Verfügung. Und deswegen verschiebt sich das nach vorne. Ist aber auch ein LA-Ding, ne? Also so West Coast. Darfst du ja nicht vergessen, dass in Amerika sehr viele Leute in ganz Amerika zusammenarbeiten, mit New York oder sowas. Ja. Und deswegen sind die normalen Office Hours sind eigentlich, wenn du national arbeitest, sind New York Office Hours. Das heißt, die sind von 6 bis 3 PM. Also 6 Uhr morgens bis 15 Uhr. Das heißt, hier in LA hält man sich in die Zeiten von New York? Ja, genau. Wow. Wenn du national arbeitest, also wenn es ein gemeinsames Ding gibt. Ja. Außer du bist hier natürlich im Consumer, also wenn du im Restaurant arbeitest oder was auch immer. Dann sind es LA Zeiten, aber logisch. Also der hauptgebuchte Tisch ist hier 6 Uhr, ne? 6 PM. Was sehr früh ist. Ja, ultra früh. Warum? Deswegen, weil alle um 10 spätestens im Bett sind. Also ich gehe hier teilweise um 8 ins Bett. Na gut, du wohnst ja auch hier draußen. Hier ist ja nichts, außer so ein komischer, verrückter Ninja. Hast du ihn gesehen, der vorhin die Übung gemacht hat vorne? Gegenüber, ja. Wow. Ja, gibt's auch. Na, hier gibt's schon Nobu, die Straße runter. Wollen wir nicht ganz vergessen. Hier nicht unter dem Wertpark. Und Malibu Farms und Gracias Madre. Und also hier gibt's schon das Who is Who. Also OC hat eine sehr gute Restaurantküche. Das hier ist OC? Ja. Wir wo auch die Serie Herz, gedreht worden ist. Von OC, Kalifornien sind wir im Herz. Wir sind gerade in OC, Kalifornien. Ja. Wow. Heißt Orange County. Ich bin mir meiner Umgebung gar nicht bewusst, merke ich gerade. Da wurden früher alle Orangen angewandt. Alle Außenaufnahmen sind hier in Newport Beach von OC, Kalifornien. Von der Serie. Das ist Gänsehaut, das ist Wahnsinn. Aber mir war sowieso erst ganz spät bewusst, dass ich gerade in Amerika bin. Ich habe immer noch so Momente, wo ich denke, es ist ein bisschen surreal, ich weiß nicht. Warst du schon mal in Amerika? Auf Hawaii. Geil. Aber das hat nichts damit zu tun. Ich muss sagen, es ist ein Kulturschock. Und ich dachte auch, also Mülltrennung wird ja hier, also es spielt ja keine Rolle, ne? Gibt's nicht. Auch so Plastik ist ja über alles, ist ja Plastik. Also Strohhalme, die Deckel, Umrührlis. Gab's einen, also sagen wir es mal so, es gibt ja zwei Arten von Amerika. Es gibt das Rural, Mittelamerika und die Küsten. Und die Küsten sind eigentlich fortschrittlicher als. Und deswegen gab es an den Küsten schon, also in Kalifornien gab es schon auch ein Plastik-Strohhalmverbot vor 5, 6 Jahren. Was ist passiert? Covid. Wirklich? Seit Covid ist einfach alles wieder, alle Single-Use-Plastik-Sachen, alle. Und du darfst nicht, also das ist schon zutiefst frustrierend, wenn man hier so, also ich fand immer noch die schlimmste Geschichte, dass wir waren mal in Napa, das ist oben ein Weingebiet überhalb von San Francisco und da waren Waldbrände und wir haben da gewohnt mit 4 Familien, ein riesengroßes Haus und sind so da. Und zwar zum ersten Mal, dass mich jemand, der Hausbesitzer hat uns eingewiesen und hat gesagt, hier das eine Auto bitte in die Richtung parken, da geht's Richtung Osten vom Grundstück runter und das andere in die Richtung, da geht's Richtung Westen, je nachdem woher das Feuer kommt, weil da waren Waldbrände. Mm. Falls sie evakuieren müssen, sagen wir ihnen Westen oder Osten und dann fahren sie bitte auch sofort in entweder Westen oder Osten. Das andere Auto bleibt zurück. Und das andere Auto bleibt zurück. Und ich so, ah cool, das habe ich jetzt noch nicht so gehabt als Einführung ins Airbnb. Und dann stehen wir da und dann ist wirklich, also auf dem gegenüberliegenden Berg, 5 Kilometer weg, hat man aber gesehen, vielleicht auch nicht 5 Kilometer, 3 Kilometer weg, hat es gebrannt. Und zwar lichterloh gebrannt. Mhm. Also wirklich riesengroßer Waldbrand. Wind kommt von uns von hinten, dann sieht man ja das Feuer und sieht so, wie der Rauch nach oben weggeht und so weiter. Und dann gehen die Männer einkaufen für die 2 Wochen Urlaub für 5 Familien und kommen zurück mit einem riesengroßen Single-Use-Plastik-Geschirrbox von Costco,
Single-Use-Plastik, also so Einmach, also Einweggeschirr. Ja, aus für die gesamte Plastik. Zeit, wo ihr quasi dort seid, haben Korrekt. Die sich Plastikgeschirr gekauft. Und stellen es in die Mitte rein und ich sag mal, seid ihr bescheuert, hier ist alles da. Und dann sagen die, Paul, boah, wir sind im Urlaub, Spülmaschine ein- und ausräumen. Wirklich? Ja. Boah, das ist. Und dann sage ich, sag mal, ist euch klar, dass der Waldbrand da, was hiermit zu tun hatte, ist euch klar, dass Greta würde euch die Augen auskratzen und das zu Recht, sagen die, welche Greta? Das sind gebildete, kalifornische, gut verdienende, die verdienen alle $400,000 plus im Jahr. Aber alle sagen immer, dir, Asien ist das Problem. Ich sehe hier ein bisschen das Problem. Amerika ist das Grüppchen. Also mindestens, ich kann Asien nicht beurteilen, aber also allein die Autos, die hier rumfahren, ja, allein ist, die Verbrauchswerte. Ich fahre leider teilweise in der Familie oder bin das gefahren, auch ein Escalade da zwischendrin. Mhm. Da haben wir bei der, weil das ist so ein Rapper-Auto und ich als kleiner Heidelberger Rapper fand das irgendwie immer ganz cool. Und bei der Fahrt habe ich gefragt, wie der Verbrauch davon ist, bei der Probefahrt. Ja. Der Verkäufer hat gesagt, was? Die Frage ging schon auf. Das hat er noch nie gehört. Hat ihn noch nie irgendjemand nach Verbrauch gefragt? Aber wusste er die Antwort? Nein. Nee. Keine Ahnung, was die sagen. Das ist ja crazy. Beim völlig. Und das ist einfach, das ist die Realität. Und spätestens wenn du, hier gibt es teilweise Sachen, wo du echt, ich war letztens auf einem Campingplatz, der so ein bisschen higher end war, und da gab es so Aufenthaltsbereiche. Aber warum bist du hier auf dem Campingplatz? Du wohnst doch hier. Ja, aber ich fahre dann manchmal in die Berge oder in die Wüste oder irgendwo. Ich habe so einen Trailer, der steht hier neben dran. Man sieht hier Schnee liegen, da ist das Meer, es gibt Wüste. Hier ist alles quasi in Sichtweite sozusagen. Der kalifornische Triathlon. Surfen, Skifahren und Golf spielen an einem Tag. Schon mal gemacht an einem Tag? Ja. Wirklich? Ich muss aber sagen, dass das Surfen morgens, nicht musst du so Skifahren? Nee, Surfen. Surfen ist morgens, weil dann der Wind kommt. Also du musst Sunrise direkt wirklich die erste Welle und dann kannst du auch nicht lang. Also dann musst du auch los. Zinkt und los geht's. Und dann geht's ab auf Big Bear, das ist das nächste Skigebiet hier. Aha. Dann kannst du ein bisschen Skifahren. Und entweder auf dem Weg dorthin spielst du noch 9-Loch-Golf oder dann im Sonnenuntergang. Ganz normaler Mittwoch. Warum denn auch nicht? Schon, also die Lebensqualität ist schon unfassbar geil hier. Aber auf diesen Campingplätzen, um es kurz zu Ende zu erzählen, da waren dann so Aufenthaltsbereiche. Da saß aber niemand. Und dann waren aber trotzdem so 6 Feuerstellen, weil die aber kein offenes Feuer wegen den Waldbränden haben wollen, waren dort so wirklich relevant große Gasflammen, die mit normalem Brennmaterial, also Naturgas ist das dann, glaube ich, die einfach an waren. Dann bin ich so zu dem Betreiber hin und habe gesagt, aber hier sitzt ja keiner, wollen wir die mal aushalten? Also nee, die laufen immer durch. Von 18 bis 23 Uhr sind die an. 8 Stück. Allein was da an Treibgashasen, bin dann einzeln hingegangen, habe es überall ausgemacht, aber ich bin natürlich völlig fassungslos, weil an allen anderen 363 Tagen im Jahr laufen die einfach, und allein das lässt mich ohnmächtig werden. Aber sowas überall, wir haben so ein Hotel mit einer Dachterrasse und wir sind morgens um 4, weil wir halt so angekommen sind, sind wir hochgegangen. Weil du getrunken hast und gegessen hast auf dem Flug, bis du überhaupt 4 Uhr morgens warst. Ich habe die App noch nicht runtergeladen. Und wir gingen oben hin, wollten gucken, ob man in diesen Pool kann. Ich dachte, nein, nie im Leben können wir in diesen Pool gehen. Also es ist ja überall, wäre es verboten, mitten in der Nacht auf dem Dach in so einen Pool reinzugehen. Der Pool war beheizt, es lief Musik, es war komplett beleuchtet, kein Mensch war da. Es waren auch die Türen offen zum Backoffice und so. Man hätte machen können, was immer man möchte. Freiheit. Und überall läuft Musik, auch so auf den Straßen. Wenn du im Starbucks vorbeigehst, mitten in der Nacht, ist ja keiner drin. Aber die Musik läuft. Also es wird alles Bescheid. Es ist wirklich ein Kulturschock. Ich dachte nicht, dass es so heftig reinhaut. Aber Bist du am ersten Tag da? Warte mal ab, es gibt auch ein paar schöne Sachen hier. Also es ist natürlich komplett anders. Die Toilettenspülung, die saugt nämlich alles weg. Die findest du gut? Die finde ich richtig gut. Aber das Klopapier ist hier rum scheiße. Sehr einlagig hier. Kommt auf die Lokalität an. Wo fühlst du dich mehr zu Hause, Paul? Hier natürlich, ich wohne hier. Also aber du, das ist meine. Wie lange wohnst du jetzt hier? 8 Jahre. 8 Jahre. Und wie oft bist du? Amerikanischen Sohn, also natürlich bin ich Deutscher als grundlegend, wo ich eher mich als Europäer sehe, so im Vergleich zu, also wenn jetzt hier
ich neue Leute kennenlerne, dann ist es eher ein Ding, man redet eher über Europa, also ich zumindest in der Kommunikation, dann schon auch über Deutschland, aber die haben so ein bisschen, eins der Probleme ist, dass fast alle Amerikaner stammen ja von verschiedenen Einwanderungsgruppen ab und deswegen machen die alle 23andMe, das ist so eine Genanalyse darüber, woher deine Heritage kommt, also wo du hinkommst. Und dann hat er, also weißt du, wie oft mir Leute sagen, oh, I'm German too, und ich so, was, kommen deine Eltern aus Deutschland? So, nee, nur die Genanalyse sagt, dass ich 1,3% deutscher Abstammung bin. Was quasi gar nichts aussagt. Okay, jetzt hört dann da auch das Gespräch auf. Also das ist so, ja, das warst du noch nie in Deutschland, hast kein Ding, so, aber ja. Genau, aber es ist eher so ein Europa gegen Kalifornien oder Amerika und das ist schon, also ich fühle mich hier sehr, sehr, sehr wohl. Mhm. Ich finde die Lebensqualität, die Einstellung der Leute, die Freundlichkeit der Sachen, die ganzen stumpfen Sachen, ich bin diehard USA-Fan und das macht mir auch keinen Trump kaputt, den ich natürlich schrecklich finde, aber ich bin ultra Late-Night geprägtes Kind. Also so, ich habe gestern wieder 2 Stunden alte Late-Night-Shows von Conan mir angezogen. Ja, du sagst jetzt Harald Schmidt. Ja, aber Harald Schmidt war geil. Ja. Also den fand ich schon ultra, also war der beste Deutsche. Kannst du aber heute nicht mehr angucken. Ich habe letztens mal habe ich angeschaut auf YouTube, kannst du nicht mehr. Macht der noch gealtert. Was oder was? Nee, aber alte kannst du dir angucken. Und die Jokes, die gerissen worden, ich weiß nicht, mein Vater hat es früher mal geguckt, ich habe mitgeguckt. Aber schon sehr sexistisch und auch teilweise rassistisch. Ja, ordentlich. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und auf jeden Fall sind jetzt aber so, also Colbert ist der Gott im Moment. Also so ist der geilste Late Nighter, dessen Monolog ist, hat Haltung gegenüber politischen und Anti-Waffen und was. Also so, es ist wirklich geil und also die Waffenepidemie ist ja fast noch schlimmer, finde ich. Als die Fentanyl, ja, also so, aber beides nimmt sich nicht viel, also beides ist wirklich katastrophal und wirklich das Schlimmste und du hast ja jetzt schon auch, in den letzten 4 Jahren ist ja hier schon auch so ein, so AR-15s mit so kugelsicherer Weste und so 3-4 coolen Tactic-Gears, also so die Accessories. Ich weiß überhaupt nicht, von so was irgendwas davon bedeutet. AR-15 ist diese Assault-Rifle, ja, die quasi. Und wer läuft damit rum? Naja, fast jeder School-Shoot, also jedes Massaker wird damit gemacht, aber muss man leider sagen. Sind Waffen in Kalifornien erlaubt? Ist das nicht ein Staat, in dem es wenige? Ja, aber also schon zu Hause darfst du natürlich eine Waffe haben. Ah. Also es ist kein Open Carry, also es ist nicht so, dass du hier mit einer Waffe rumlaufen darfst. Und es ist natürlich auch total reguliert eigentlich, aber die Realität ist natürlich nicht reguliert. Also so du kommst, glaube ich, irgendwo hin. Also, wir haben 3 Kinder. Und vor Playdates bei neuen Leuten fragen wir, ob Waffen im Haus sind. Und wenn welche da sind, dann sagen wir das ab. Also nur um dir hier in Newport Beach. Das ist eine normale Frage, die man stellt. Absolut. Ah, okay. Andere würden fragen, du, ist es okay, wenn vielleicht mein Kind keinen Zucker bekommt bei euch oder so? Das ist ja was? Die Realität. Und also das ist wirklich katastrophal. Aha. Und also also Fentanyl ist wirklich ein unfassbares Problem, auch hier in den Vororten, so in den Highschools, da gibt es teilweise katastrophale Geschichten. Das muss ich vorstellen, wenn die Menschen das konsumieren, man braucht wohl auch nur eine kleine Menge davon, ist eine sehr, sehr, sehr günstige Droge, ich glaube auch einen Verschnitt von irgendwas und die Menschen verlieren so ein bisschen den Sinn zur Realität und sind wie Zombies, die rumrennen, verwahrlosen sehr, sehr schnell und das sieht man hier viel, auch die, also ich finde es natürlich schade, wenn wir jetzt nur Schlechtes darüber sagen, weil es ist ja natürlich, du bist hierher gezogen und du findest es ja auch geil hier und es ist ja alles schön und es soll ja auch heute ein bisschen um dich gehen und und wenn ich jetzt also zum Beispiel, wir können ja mal was, das Positivste ist, gerne. Kalifornien ist ein unfassbar geiles Herkunftsland von Gemüse, Obst und Gemüse ist und die Qualität von jedwedem, also wenn du hier auf den Farmersmarkt gehst. Ist das so? Unfassbar. Aber dürfen die nicht auch so in Produkte eigentlich reinmachen, was sie wollen? Von verarbeiteten Produkten, dass du eigentlich da hinten so drauf. Ja, meinst du Wein und bla. Und ja, oder so eingepackte Sandwiches oder irgendwelche Fertigprodukte, die du aufwärmst. Da ja, aber es gibt hier ja schon einen sehr bewussten Local. Und du hast halt von der Klimatik her, hast du in dem ganzen Valley. Eine geile Zone, hast ne? du und also es ist wirklich unfassbar, wie gut. Also ganz stumpf Avocado, bla. Die sind halt alle nicht verschifft, die sind alle hier lokal angebaut, die sind alle hier einfach. Es ist unfassbar, wie gut die Qualität des Produktes ist. Ich habe gestern Grapefruit-Saft getrunken. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen dabei. Ich habe noch nie einen solchen Grapefruit-Saft getrunken. Ja. Also kalte Säfte hier.
du hast ja ganz oft gar keine Läden, wo du Säfte bekommst. Hier bekommst du Säfte überall. Die sind genial. Die sind wirklich genial. Ja. Das macht Spaß. Kulinarik ist schon hier unfassbar geil, finde ich. Also kalifornische Küche ist, finde ich, so mit diesen mexikanischen Einflüssen, sehr stark dann aber auch asiatischen, also High-End-Japaner, die hier in L.A. so von Nobu, ich bin ein großer Nobu-Fan und so weiter und die ganzen Omakase-Sachen und das dann auch eben gar nicht so europäisch, ne? Also so die Italiener sind hier fast alle eher so Family-Style, da gehen die sonntags hin und rot-weiße Tischdecken, Butter viel. Sondern halt wirklich eine neue, bewusste New American. Das ist schon echt geil, wie viel gute Restaurants hier gibt. Und also so, ich könnte jetzt 10 Restaurants sagen, die alle Problem. Fassungslos da haben wir eine Kategorie geil dafür. Sind. Ja. Willkommen zu Füllerei mit Ei. Sehr schön. Wir wollen 3 Restaurants von dir für alle da draußen, die jetzt L.A. Leute, wir haben jetzt wirklich ein paar negative Sachen hervor, aber ich weiß, eure Urlaube sind gebucht, ihr wollt hierher und wir wollen euch natürlich nicht alleine lassen. Ihr braucht jemanden, der euch in die Hand nimmt. In diesem Fall ist das Paul Ripke, der nimmt euch freundschaftlich in die Hand und führt euch in diese Stadt und sagt euch jetzt 3 Plätze, wo ihr unbedingt mal essen gehen müsst. Wobei, kochst du mehr oder gehst du mehr essen? Wir kochen fast nur. Ja. Aber du hättest welche? Ja, ich habe 3, ja. Burger She Wrote ist der beste Smashburger der Welt. She Wrote? Ja, Burger She Wrote. Sie schrieb? Ja, so wie Murder, She Wrote, aber Burger statt Murder. Mhm. Und ist Melrose, glaube ich, und ist in West Hollywood und voll geil, also unfassbar geil. Bisschen überlaufen, seit Justin Bieber da 2-3 Mal jetzt war. Das ist ein Smashburger. Und, ja, aber der geilste, krasseste Wagyu, ganz plain, Potato Bread, wirklich. Ein Wagyu Smashburger? Ja, und Onion, also Ohio, Oklahoma heißt es, glaube ich, dass die so auf... Wo sind wir da preislich? Ganz normaler Preis. $10 oder sowas, also völlig abstrus. Ganz klein auch, aber es ist so rich, dass du, es ist wirklich, da musst du hin. Musst du hin. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann finde ich Great White, sind so Australier, die in Venice, am Venice Sign, so ein, eher so ein, also da mag ich alle Vorspeisen, das ist so ein, die haben auch eine super Pizza, mit dem Holzofen. Venice ist geil. Venice Beach. Genau, Venice Beach. Müller, und falls ihr Glück habt, nicht? Ja. Und das ist super Great White und ich muss da schon einmal Nobu reinwerfen, also so, ob das hier ist und wenn du aber kein Fisch isst, also Nobu oder Malibu Farms ist so eine Farm in Malibu, tatsächlich in den Heights oben drüber und da haben die das Pier, also in Malibu ist es auf dem Pier, hier ist es am Pier in Newport, es gibt es zweimal, in Newport Beach und in Malibu Beach, Malibu heißt es dann selber, und ist vegan. Also da gibt es einfach, keine Ahnung, Butternut Squash und so ein Zeug, also so sehr gemüseorientiertes, saulokales, geiles Essen, also wirklich Nobu ultra gut. Ist ja weltweit, glaube ich, mittlerweile. Ja. Ich weiß gar nicht, ist es ein Fusion? Auf jeden Fall das Beste aus der asiatischen Küche. Heißt es eine Fusion-Küche? Nee, es ist ein Japaner, glaube ich. Also man würde von... Ich glaube, vor allem das Beste aus der asiatischen Küche, so komprimiert man. Ich sehe es, im Rio-Teil habe ich gesehen, der kocht sehr Nobu-Style-lastig. Kann man einfach eingehen, N-O-B-U. Ja. Und Instagram, guckt da mal und das ist eine schicke Küche, super geil. Voll geil. Ja. Aber es gibt die TripKey-App, das sind meine Empfehlungen. Ja, gibt's das wirklich. Ist und da nicht. Steht alles drin, wenn du noch andere Sachen brauchst. Das ist die Frage. Es ist schwer rauszufinden, was du bist. Und wenn man dich... War ganz gut, wenn oder? Man, ja, ich weiß nicht. Man weiß am Ende nicht, mit was verdienst du eigentlich dein Geld. Also ich habe es versucht herauszufinden. Naja, man möchte es dann schon wissen, oder? Also es interessiert mich sehr. Mich persönlich. Ja. Du bist Starfotograf, muss man einfach so sagen. Du bist, du hast eine eigene TripAdvisor-App. Wie sagt man denn? TripKeys ist quasi eine App wie TripAdvisor, die Leute irgendwo hinführt. Du hast Werbeverträge, du bist Podcaster, du hast hier ein eigenes Modelabel, in dem wir quasi drin sitzen. Du hast da drüben 2 Jungs sitzen, die für dich an verschiedenen Projekten arbeiten. Du arbeitest ja mit, ich habe jetzt gesehen, mit Rügenweiler zusammen. Ja. Du hast mit Weight Watchers zusammengearbeitet. Ja. Hast sogar im Podcast von denen mit moderiert. Ich finde es gut, wie du quasi, ja, stimmt. Ja, das war auch noch. Nee, das ist ein bisschen schlecht zu Ende gegangen, Weight Watchers, weil die leider was falsch gemacht haben. Aber ist ein super Programm. Also ich habe mit Weight Watchers krass abgenommen, weil ich das tatsächlich, für mich hat das richtig krass funktioniert.
Ich bin da gar nicht so belesen. Ich weiß, man muss Punkte sammeln für das, was man macht. Ja, das ist quasi eine Visualisierung oder eine Gamifying der drei Aspekte Ernährung, Sport und Mindset. Also so, wenn du grob das so machst. Aber wenn du dich an die drei Sachen hältst und gegebenenfalls für so Menschen wie mich hat das funktioniert, dass das Programm... Aber ich verstehe nicht, wie meinst du für Menschen wie dich? Weil wenn ich mir dich auf Instagram angucke, dann bist du Radrennprofi, du offensichtlich surfst du noch, Skifahren tust du auch, du machst sau viel Sport. Gut, Golf ja, ist jetzt vielleicht nicht so verbrauchend, aber also kalorienverbrauchend, aber du machst auch ständig Sport. Oder ist es neu? Ist neu, ja. Also so, Radfahren habe ich so bei Covid entdeckt, aber ich war schon, also mit Chrissy zum Beispiel, der Podcast hieß 135 Kilo, glaube ich. Mhm. Und das habe ich auch gewogen. Ne? Also so, da habe ich gerade noch so in Radklasse, war schon kein schöner Anblick. Wo bist du jetzt? 100? 100. Um 100 rum, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem. Aber also ganz grundlegend ist die Visualisierung, du musst ja erstmal irgendwie, also wenn du irgendwas managen willst, musst du es erstmal messen. Dir ein Ziel setzen. Du musst erstmal messen, was du so überhaupt tust. Ach so. Und da muss ich sagen, habe ich überschätzt, wie gut ich weiß, was eigentlich so passiert. Das macht schon einen Unterschied, wenn du eben darüber Buch führst, was du jetzt wirklich heute gegessen hast und wie viel, und wenn du über die Woche siehst, wie hast du dich jetzt eigentlich ernährt? Also Kalorien zählen. Es ist teilweise Kalorien zählen, das ist aber zumindest eine Visualisierung, und es war für mich eine Riesenhilfe, weil ich esse total gerne clean, aber ich bin dann halt auch gerne am Freitag einmal, scheiße, jetzt ist alles egal, ich esse 3 Burger und 17 Bier und was auch immer. Und dann war es für mich oft vorbei. Das war, Weight Watchers hat mir damals total geholfen, wieder einen Neustart zu machen. Dass quasi das nicht vorbei ist. In dem Moment, wo eine Sache, also weißt du, dass man quasi, jeder Tag geht neu los und dass man auch 2, 3 Ausrutscher hatte. Das hat mir da sehr geholfen. Und ich habe das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gerne und sehr gut gemacht, habe mit denen auch einen Podcast gemacht. Ja. Also du wolltest aber was anderes wissen eigentlich, ne? Womit verdiene ich eigentlich immer Geld? Ganz gerne vom einen Thema zum anderen, aber ich will auch ganz gerne die Frage beantworten. Also mit was verdienst du, weil ich glaube, dass du fotografierst jetzt gerade nicht mehr. Kein einziges Foto. Ich habe keinen Fotoauftrag seit 4 Jahren gemacht eigentlich, muss man sagen. Also ich bin kein Fotograf. Also in meiner Insta-Bio steht Retired Photographer. Ich fotografiere auch nicht mehr. Also so, ich mache für Parima ein paar Produkte. Aber hast du keinen Spaß gemacht? Mir hat anderes mehr Spaß gemacht. Aber für das Fotografieren an sich, macht das dir Spaß? Jetzt im letzten Jahr habe ich das wieder ein bisschen mehr für mich entdeckt, aber es ist jetzt nicht mein Wichtigstes, nee. So, ich wurde schon auch irgendwann langweilig. Ja. Also, weil ich nicht besonders gut da drin war. Also ich war nicht, es war auch nicht, also ich habe eine größere Leidenschaft, glaube ich, zum Gewinnen gehabt, als zum Fotografieren selber. Also ich war immer sehr kompetitiv und bin das auch immer noch. Also, ja. Und das Fotografieren hat mich schon sehr erfüllt, aber ich war nie ein Künstler, der, ich lege mich jetzt noch auf die Lauer und mache das eine perfekte Foto oder gehe einfach mit meiner Kamera raus oder sowas. Und ich hatte immer ein Ziel und wollte was gewinnen und wollte was produzieren und war sehr dienstleistungsgetrieben auch. Also der Kunde, wer auch immer mir Geld gegeben hat oder mich beauftragt hat, der sollte glücklich sein und nicht ich, was jetzt Gegenteil von Aber Künstlern. Es hat ja scheinbar funktioniert. Also sehen die es ja anders als du. Die haben ja, also die sagen ja schon, dass du ein geiler Fotograf bist. Sonst hätte man dich ja nicht gebucht. Ich werde komplett nur Schrottfotos gemacht haben, aber ich war jetzt nicht besonders talentiert. Es gab sehr viel bessere Fotografen als ich. Ich habe schon sehr viel Glück auch gehabt und sehr viel Momentum. Also so, ich habe ein paar Sachen ein bisschen pioniermäßig gemacht. Ich war der Erste, der so Making-of-Videos gemacht hat. Ich war der Erste, der sich nicht mehr auf Werbeagenturen konzentriert hat. Also so nicht auf Artbuying. Ich habe mich auf Kunden konzentriert, auf Menschen konzentriert. Ich habe das alte Game nicht so gespielt, wie es damals zu spielen war. Und habe eher gesagt, ja, da meinte. Und ich habe sehr viel also Fotografie ist ja was du geben kannst. Du kannst erstmal, ich kann jetzt von dir ein Foto machen und dir das geben und sagen, hier, mach damit, was du willst. Ohne dass für mich jetzt irgendein Aufwand entsteht. Weißt du, das ist ja was anderes als ein High-End-Koch, der hat ja einen Materialaufwand, der hat gegebenenfalls ein Restaurant, was er betreiben muss und so. Ich als Fotograf kann erstmal ganz viel umsonst machen. Das habe ich echt viel gemacht. Also ich habe bestimmt
Also ich habe tausende von Jobs einfach umsonst gemacht, wo ich einfach Leuten Gefallen getan habe. Du brauchst ein Podcast-Cover, was auch immer. Komm, ich mache schnell ein Bild von dir. Du meinst jetzt Spaß. In jüngeren Jahren, ja, oder? Wo ja, mache ich Podcast. Ich mache immer noch. Also, ganz grundlegend, du darfst nicht, also ich bin weder Millionär, noch besitze ich auch nur irgendwas. Ich gebe immer das Geld aus, was ich letztes Jahr verdient habe. Im Moment führt es mich dann immerhin nach L.A. und steht auch ein Porsche vor der Tür. Das darf man in Deutschland ja auch so halb. Ja, ist ganz schön, oder? Schön. Und aber ich bin nicht besonders reich. Was vor allem auch daran liegt, dass ich das Geld mich gar nicht so sehr antreibt. Also Geld ist mir nicht egal, aber es ist für mich nicht der Hauptfaktor, um Sachen zu machen, sondern ich mache, also mich hat als Fotograf und als Videograf oder was auch immer ich da früher gemacht habe, haben mich Musiker immer sehr geprägt, die aus wirklich Leidenschaft Musik machen erstmal und dann gucken sie, ob das Erfolg hat. Aber alle, die wegen Erfolg Musik gemacht haben, haben eigentlich dann keinen Erfolg gehabt, komischerweise. Also bis auf DJ Tomek, aber auch der hat jetzt langfristig nicht ganz sich durchgesetzt. Ja. Und dementsprechend hat mich das immer, also Inhalt first, egal wo, egal was, bis heute, bis, keine Ahnung, ich habe letztes Jahr 3 Monate bei Big FM Radiopraktikum für 0 Euro gemacht, was einfach nur Inhalt getrieben, da hatte ich Bock drauf. So, hat überhaupt keinen Sinn gemacht für weder Karriere noch Reichweite noch Geld. Moment, du hast hier angefragt, ob du ein Praktikum bei dir machen kannst, ja. Unbezahlt. Ja. Wo war das? In 6 Wochen in Mannheim und dann 2 Monate hier. Habe ich hier eine Show jeden Morgen gemacht. Und das war, also die Geschäftsführerin hat dann auch oft so gesagt, so, wir machen sie Nachmittag, wir machen sie groß, weil ich habe dann eine Live-Show nach deutscher Zeit von 5 bis 7 gemacht. Mhm. Was, da hört niemand Radio. Also weißt du, ab 7 hören die Leute Radio. Und also 6 bis 7 hören schon ein paar, aber... Reden wir jetzt über 5 Uhr abends oder 5 Uhr morgens? Ja, schwierig. Und ich fand es aber total geil, hier abends, ich bin halt abends um 8 hier rüber. Ja. Und habe 2 Stunden Radio aus meinem Büro gemacht. Ja. Und Leute in Heilbronn haben das Radio angemacht und haben dann bei mir angerufen. Und das war aber auch eine alte Liebe von dir, oder? Ich fand es total geil. Also eine alte Liebe gar nicht so. Ich fand einfach die Idee erstmal total geil. Und ich mache total viel Sachen aus, erstmal absolute Überzeugung, dass ich, also ich will einfach den Inhalt. Also deswegen mache ich die Klamotten auch. Ich finde die Klamotten, das ist jetzt auch nicht ein Modelabel, sondern es ist eher ein Textillabel. Also das ist ja schon ein Unterschied. Ich bin jetzt nicht so, also ich weiß nicht, ich habe eine kurze Hose und Birkenstock an und Mir wird gesagt, Birkenstock ist hier der letzte Schrei. Ich habe doch keinen einzigen gesehen, der außer mir mit Birkenstocks hier rumrennt. Doch. Crocs sind ein Ding. Ja, auch, aber ist auch zu kalt, ist Winter gerade. Da laufen die nicht in Birkenstock. 20 Grad da draußen. Ja, das ist Winter hier. Das ist so, wie es ist. Auf jeden Fall habe ich schon immer, und also ich habe das große Glück, dass ein paar Sachen timingmäßig echt ganz gut gelaufen sind. Also was vor allem daran liegt, dass ich relativ straight weggehe, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, der Richtige in dieser Position zu sein. Also ich habe bei Materia irgendwann aufgehört, als der riesengroß war, weil ich das Gefühl hatte, jemand anders sollte das machen. Also ich war in dessen Management und habe da so ein bisschen, keine Ahnung, Kreativleitung, was auch immer gemacht. Also du hast dich nicht nur begleitet als Fotograf auf seinen Touren? Ja, ich war der Manager, also einer der 4 Manager. Aber das wusste ich nicht. Genau, ich war an seinem Einkommen prozentual beteiligt. Was gut gewesen wäre, da noch 3-4 Jahre mitzunehmen einfach, habe aber gesagt, nee, ich will nicht. A, will ich sowieso nie irgendwas mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig bei mir, weil nur weil man es kann, muss man es nicht machen. Also das ist mein... Du meinst jetzt nicht erfahrungsmäßig, sondern du meinst... Nee, man will. Ich will Sachen machen, die ich will. Ja. Wo ich wirklich aus Überzeugung Bock habe, das zu machen. Und ich will gar nichts machen, weil es dumm wäre, das nicht zu machen. Und ach komm, ich nehme das Geld noch mit. Ach, den Vertrag ein Jahr länger machen wir noch. Das mache ich nie. Und deswegen ergeben sich aber neue Möglichkeiten. Also, dass ich glaube schon, dass ich, ist ein bisschen wirr, aber ich hatte total viel Timing-Glück. Also ja. Überproportional viel Timing-Glück. Ich glaube aber, das liegt auch vor allem daran, dass ich echt immer relativ bold weggegangen bin aus Situationen. Also ich habe nicht festgehalten an, guck mal, jetzt haben wir uns eine Karriere mit Materia erarbeitet, nur um jetzt das Beispiel zu machen. Ich habe das erste Foto, da habe ich Leuten Geld gegeben, dass die in Reihe 1 gegangen sind, damit irgendjemand in Reihe 1 war. Da waren 12 Leute da. Den letzten Film waren 35.000 im Rostocker Ostseestadion und ich mache einen Film mit 14 Ari Alexas darüber mit einem Budget von 150.000. Also so, das war ein absurder Sprung und danach höre ich auf. Am Höhepunkt.
nach dem größten Konzert und sage, ich hoffe, du hast kein Management, weil die würden dir, die hätten ja gar keinen Bock drauf. Genau deswegen habe ich kein Management. Ja. Weil ich das auch nicht, also bei mir, aber mir haben auch alle Manager immer dies und das. Und also ich finde es auch ganz angenehm, dass du hier sitzt und nicht ganz so genau weißt, was machen ich eigentlich. Finde ich total geil. Ich weiß viel, aber ich möchte natürlich auch den Leuten, die dich nicht kennen, da draußen die Möglichkeit geben, dich kennenzulernen. Genau, also ich kann es kurz versuchen zu erklären. Gerne. Habe ich mich darum gekümmert, Fotos und Videos von Leuten zu machen. Jetzt mache ich das nur noch von mir, meine eigene Geschichte zu erzählen. Ja. Viel, viel kleiner als davor. Ich habe eigene Projekte. Ich mache einen Podcast, mache einen Newsletter, ich mache Klamotten, ich mache Kochhefte, Rip Kitchen. Ich mache mit meiner Frau zusammen, also wir laden immer mal wieder Leute ein und die bringen wir dann raus. Sind 3-4 Hefte im Jahr, liegt da oben eins. Wenn du es sehen willst, fotografiere ich. Wen lädst du ein? Selber. Wir sind ein sehr offenes Haus bei uns zu Hause und das fassen wir dann in Rezepte ein, wenn wir da kochen. Einfach. Ist nicht High-End-Kochen, ist einfach basismäßiges Gastfreundschaft am Ende als Thema. Nahbares. Aber sehr Kalifornien. Und wenn ich es kochen kann, also ich bin das Gesicht davon, weil meine Frau will nicht gesehen werden und ist ihr Wunsch. Und wenn ich das kochen kann, dann kann das jeder kochen. Also es ist super simpel und relativ normalo. So, ist auch kein irrelevantes Geschäft, ne? Also so, das sind 15.000 Hefte jedes Mal für 15 Euro, kannst du ja ausrechnen, wenn wir da 4 im Jahr machen. 15.000 Hefte? Ja. Einige schreiben an ihren Kochbüchern und schaffen es nicht so viel zu verkaufen. Ja, genau. Über welche Plattform verkaufst du das? shop.paulribke.com. Nur bei mir direkt. Unter verlinken. Ich hab noch nie eins gesehen von dir. Also ich habe nicht reingeschaut. Nee, alles gut. Kann ich dir gern alle mitgeben gleich. Da mache ich ein paar Remix. Das ist so ein Streaming, Musik, whatever auflegt. Dieses UFO da drüben, was du gesehen hast, wo so kleine Sachen, da kommt noch gar kein Geld rein. Mein Podcast ist voll vermarktet. Da vermarktet ProSiebenSat.1 Media AG, verkauft alle Werbungen von mir und kauft mir alle Werbeplätze am Anfang des Jahres ab. Ist völlig egal. Paris sind Klamotten, also um es mal in Zahlen zu machen, 40.000, 50.000 Teile im Jahr, sind, keine Ahnung, 3-4 Millionen Euro Umsatz. Das ist schon nicht irrelevant mit 4 Leuten. Also wir produzieren alles in der Türkei, was Textilien angeht. Ein paar Sachen kann man nicht in der Türkei produzieren, leider. Und die aber alle, also wir haben zum Beispiel ein Radartikel, der dann aus Asien kommt, aber alles, was wir können, produzieren wir in der Türkei, schiffen es nach Deutschland, verschicken es nach Deutschland. Machst du auch Radartikel? Ja, Rennradsachen. Da oben hängt ein Rennrad zum Beispiel, was ich mit Fokus gemacht habe. Dann gibt es einen Radhut und ein Radtrikot und ein so ein Zeug. Was machen wir noch? Ich habe Tripkey. Das zum Beispiel, das 0 Euro Einkommen, ne? Also so, das ist einfach eine Travel-App, die ich gebaut habe. Die ist jetzt auch nicht super crazy. Es ist eine Webseite. Also hast du die mal gesehen? Ich habe sie gesehen und es sind ganz, ich wollte dich deswegen fragen, wie hast du denn die Städte ausgewählt? Die wähle ich auch. Man findet San Sebastian, glaube ich, aber auch Aschaffenburg. Ja, Chrissy hat beide hat Chrissy gemacht zum Beispiel. Und man sieht aber auch, ich weiß nicht, da war noch ganz absurd, war Mannheim dabei? Ja. Also so Städte, die man eigentlich nicht besucht. Nee, überhaupt nicht. Wobei San Sebastian natürlich schon, aber Aschaffenburg und Mannheim ist eher so, nicht so touristisch. Ja. Nee, es ist Story, was auch immer in meinem Leben passiert ist, fasse ich dann zusammen. Das war da während des Radiopraktikums, habe ich danach dann Mannheim gemacht. So ist mein Leben. Was auch immer in meinem Leben passiert, ist dann da. Das sind die eigenen Projekte. Ja. Dann gibt es externe, kannst dir fast wie Sponsoren vorstellen, also Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, auf einer jährlichen Basis. Entschuldige bitte, dass ich huste, auf einer jährlichen Basis. Das ist aktuell Porsche, die Rügenwalder Mühle, Hydrate, das ist ein Elektrolytpulver, an dem ich auch ein bisschen beteiligt bin. Tolles Produkt, ist 81, bin ich auch Fan von. Elektrolyse übrigens spielen hier mehr Rolle als bei uns, was eigentlich ganz geil ist. Man kann hier Elektrolyte zum Trinken kaufen, quasi wie so ein Drink morgens. Das heißt, Kater haben eigentlich keine Chance. So ist es. Aber ich kenne es nur aus Herr Lehmann, die Elektrolyte. Und sonst hatten die gar nicht so viel. Brauchst du Wasser? Ja. Ist neben dir. Ich habe mich verschluckt so ein bisschen, deswegen. Und ich habe das Gefühl, das ist noch ein Thema, das wird, Elektrolyte sind eigentlich nur Magnesium, Zink und so verschiedene Mineralstoffe, die irgendwo drin sind, oder? Genau, deswegen ist Hydrate die beste Lösung, die es gibt. Weil das sind zwei Jungs aus Heidelberg, aus meiner Heimat. Und die Eltern, einer ist davon Doktor und die Eltern sind, also beim Hydrieren kannst du richtig oder falsch hydrieren. Und zum Beispiel ist Zucker ganz, ganz wichtig fürs Hydrieren, fürs Richtige in Maßen. Deswegen zuckerfreie Elektrolytlösungen sind nicht optimal fürs
hydrieren. Also eher so Traumzucker, Einfachzuckerlösung? Nee, es gibt ja zuckerfreie. Also es gibt ja Leute, die nehmen Zucker komplett raus aus Elektrolyten. Aber du sagst, Zucker muss ja so rein. Ein bisschen Zucker braucht man, damit man also optimalerweise für unser Produkt brauchst du 450 Milliliter Wasser und dieses Pulver. Und dann hast du einen wirklich optimalen Hydriereffekt. Und das ist ein bisschen wissenschaftlich basiert. Wie oft hydrierst du dich am Tag? Ich trinke davon 2 am Tag. Okay. Wirklich. Ist voll geil. Und ich habe letztens auch den Fritz-Cola-Gründer Mirko gefragt, wie viel Colas er am Tag trinkt. Und? Die Antwort war ähnlich. Ja. Das, ja. Er hydriert sich auch 2-mal am Tag. Ist schön. Whoop habe ich noch als Partner. Das ist hier so ein Lifestyle. Das habe ich bei dir auf der Website gesehen. Ja. Moment, es trackt den Schlaf. Alles eigentlich. Also dein ganzes Leben. Aber vor allem den Schlaf, ja. Hat keine Pflaume, das Ding? Ja. Ist es deins? Also ist arbeitest du mit denen zusammen oder ist es deine? Nein, ich arbeite mit denen zusammen. Wenn es meine wären, dann. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Nur noch fliegen. Aber Schlaf finde ich sehr, sehr spannend. Ultra geil ist mir gehört nichts an dieser Firma mehr oder weniger. Und aber ich bin so, also ich habe die hier entdeckt, selbst entdeckt und dann schreibe ich die an und habe mit denen dann lang diskutiert, bis ich deren Testimonial in Deutschland werde, sozusagen für den deutschen Markt. Und das ist total geil, weil es ist hat ähnliche Daten wie eine Apple Watch oder sowas, hat nur kein Display. Mhm. Und dadurch geht es halt 4 Tage lang mit dem Akku und den Akku klippst du dann so drauf zum Laden für 3-4 Stunden, vielleicht auch 2 Stunden, geht schneller. Und dadurch hast du lückenlose Daten. Also dein ganzes Leben ist damit die gemessen. Apple Watch ist bei mir irgendwann auf dem Nachttisch vergammelt, weil dieser Akku ständig leer war. Also, man sagt dann, ja, mach doch mal zwischen Duschen und Aufstehen, kannst es laden. Aber ich bin nicht so, dass ich dachte, okay, jetzt muss wieder hingehen. Weißt du, immer anderer Tagesablauf. 100%. Ich bin zu wir. Und das verändert wirklich viel. Also bei mir hat es das Leben verändert, weil du misst halt, wie viel, und ich tendiere auch schon zum Übertreiben, auch vom Sport her, also ich mache dann zu viel und dann nehme ich mir nicht die Ruhe am nächsten Tag, ich kümmere mich nicht um guten Schlaf, ich esse zum Beispiel oft abends nichts mehr, seit ich das messen kann und ganz klar sehe, dass mein Schlaf so viel besser wird, wenn ich Abendessen weglasse. Geil. Und das siehst du da, das ist wirklich voll, voll geil, kann ich wirklich nur ans Herz legen und nicht wirklich, also aber ich weiß, es erzählt jeder Influencer und jeder sagt, ich mache tatsächlich nur Sachen, die ich selbst auch konsumiere, produziere und da mal. Also bei Rügenwalder zum Beispiel mache ich nur Werbung für deren vegane Produkte, weil ich für mich nicht nachvollziehen kann. Ach, die Mutter ist auch stark, muss man einfach sagen. So, es gibt ich aber auch keinen sie. Grund dafür, noch Schweinefleisch zu verarbeiten in der Wurstfabrikation. Das wird auch keine Zukunft mehr haben. Mortadella gibt es jetzt gar nicht mehr, Schinkenspicker gibt es gar nicht mehr mit Fleisch. Die sind ja schon eine große Größe, wenn die Fleischproduktion sofort beenden würden, dann würden nicht ganz irrelevante Zahlen an Arbeitsplätzen. Nee, die machen schon noch beides, aber ich meinte, dass die Mortadella und die Schinkenspicker, die gibt es halt jetzt nicht mehr in Fleisch. Macht doch keinen Sinn. Also null. Eine Leberwurst ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Also ich glaube, so langfristig eine Bratwurst würde ich fast auch, wenn die Bratwurst da ist, dass sie geschmacklich da auch ist. Da ist sie noch nicht ganz. Aber dafür gibt es so viel Vielfalt in der Bratwurstwelt, die dann zu eindimensional wäre, wenn man das nur vegan darstellen würde. Ja, so higher end, aber die Basis Bratwurst, ja. Die macht, also diese Bratmaxe genau, Bratmax-Geschichte. Das macht keinen Sinn. Da ist so ein Schund drin. Ja, safe. Das ist einfach besser, das aus veganen Alternativen hinzumachen, sowohl nachhaltiger als auch gesünder, als auch einfach nachvollziehbarer und also ja, dementsprechend, aber genau, und die bezahlen natürlich, muss ich schon sagen, die jeweiligen Partner bezahlen was dafür, dass sie Was ist das, eine Polizei oder ein Krankenwagen? Feuerwehr, würde ich sagen. Feuerwehr. Ja. Und genau, die und aus diesen allen Sachen generiere ich ein Einkommen, womit ich hier meine Miete und meine Familie ernähre. Und worauf ich mit der Frage abgezielt habe, ist, wie ist deine Berufsbezeichnung? Jugendlicher aus Gag, Influencer wahrscheinlich fachlich, weil ich halt schon super viel mit neuen Medien mache. Wahrscheinlich im echten Ding Unternehmer. Wahrscheinlich, ja. Ja, also ich aber eher so Medienunternehmer, würde ich fast sagen.
wenn man das mal, also, aber genau das ist ein totales Problem, weil ich das ja immer, also in meinem Visumsprozess muss ich schon immer erklären, was ist eigentlich mein Beruf. Wie oft musst du ja wahrscheinlich alle, wie viele Jahre musst du es erneuern? Also 5 oder 7 oder 3, ist ein bisschen unabhängig, da, also jetzt gerade und auch abhängig davon, wie, welche Art des Visums du machst. Also jetzt unser nächster Schritt ist eine Green Card und dann ist es auch einmal durch. Wir waren davor auf einem anderen Visum, auf einem Investorenvisum, da war es einmal 5 Jahre und dann einmal 3 Jahre. Und was brauchst du noch für die Green Card? Den Antrag erstmal, also ja. So, also das sind ja individuell, also so grob muss man ja Amerika zeigen, warum man gut für dieses Land ist. Ja, wobei, wenn du jetzt schon seit 8 Jahren da bist, müssten sie das ja verstanden haben. Nee, das ist total egal, wie lange du da bist. Zahlst du Steuern hier oder ja, in Deutschland? Ja, alles. Aber die Firma ist in Deutschland. Nee, die sind Schwesterfirmen, also es sind die deutsche Firma, die amerikanische Firma besitzt die Schwesterfirma in Deutschland. Also die Basis ist in Amerika. Ripke, California? California. Das finde ich das Lustigste der Welt, weil ich das so geil fand, dass im Visum. Weil sie in Deutschland sitzt eigentlich, ne? Oder? Die GmbH? Nee, die heißt Ripke Kurpfalz GmbH. Das ist dann die. Aber Ripke mit Y, weil Ripke hier alle Ripke sagen. Und das finde ich, das habe ich dann irgendwann angefangen zu benutzen als so einen bescheuerten US-American. Here's your Ripke. Es gibt auch 1844 Ripke LA als Telefonnummer. Kannst du anrufen. Auch geil, oder? Ich feiere es. Ich finde es witzig. Ja. Wie kriegst du das? Weil ich krieg allein davon schon Stress, wenn du sagst, wie viele Sachen du die ganze Zeit machst. Und wenn ich mehr als 2 Projekte im Jahr mache, das funktioniert einfach nicht. Also entweder ich merke selber, dass ich an meine Grenzen komme. Und du hast die Apps, die du umsetzt. Du hast den Laden hier. Du hast Aufträge mit Kooperationen. Wie schaffst du es denn, so viele Projekte offensichtlich relativ stressbefreit umzusetzen? Ja, erstens nicht so viel trinken. Also da kommen wir natürlich schon rein. Immer wieder das Gleiche. Das ist einer der Gründe, warum ich versuche, also da werde ich schon gestresster. Also wenn ich verkatert, mich nicht konzentriere, also einfach vom Kopf her nicht wirklich entscheidungsfähig bin, dann entscheide ich auch was nicht. Mhm. Und dann bleibt was. Also jetzt war ich schon krank jetzt zum Beispiel die Woche Montag, Dienstag. Und da ist jetzt viel liegen geblieben die Woche. Von einer neuen Kollektion habe ich nicht entschieden, weil ich nicht klar bin vom Kopf her. Und deswegen ist das hat schon was damit zu tun. Dann ist aber schon so, also wir können auch gleich nochmal rübergehen, dann erkläre ich dir das nochmal. An der Wand ist eine große, ich habe eine riesengroße Wand, die ich mit so Farbe, das ist so ein Lack, da kann man mit Marker draufschreiben. Und an diese Wand, an die weiße Wand. Die Wand hast du lackiert und genau, auf der kann man wie mit so Textmarkern. Genau. Und darauf ist mein ganzes berufliches Leben. Und dann muss man einfach nur Ort für Ort für Ort für Ort einmal durchgehen. Ich kenne die Wand aus der Ehrenpflaume. Ja. Der war, glaube ich, auch mit dir da drin. Ne? Genau. Ja. Und dann ist es eigentlich nur Visualisierung. Ja. Und dann ist es schon so, dass wir im Moment ein geiles Team haben. Also so, ich habe ja schon nochmal 4 Leute in Deutschland, die für mich dann auch nochmal arbeiten in der und deutschen zu Hause? Firma. Nee, es gibt ein Büro in der Mönchhofstraße in Heidelberg, in meinem Elternhaus. Gibt's, hat Paris vor allem, also da ist ja schon auch ein Showroom und da müssen wir am Produkt noch mehr arbeiten, was das Sampling angeht und alles sowas. Also da heißt, wenn du versendest von, wie soll ich sagen, von, du versendest nicht von hier nach Deutschland, du versendest von Deutschland nach Deutschland. Korrekt. Und ja, ich versende gar nicht. Also hier gibt es gar keine Ware. Das heißt, die Menschen hier in Amerika kriegen kein Pari. Die kriegen es aus Deutschland geschenkt. Ach, was? Der Weg von Deutschland nach Amerika ist total easy. Der ist bis 900 Euro steuerfrei und dauert 3 Tage oder sowas. Ja. Das ist, läuft die Kamera noch? Ja, ich habe gerade so ein Piepen gehört und ich dachte. Nee, das ist drüben gewesen, aber die läuft noch. Alles gut. Und wir verschicken alles aus Deutschland. Also, weil einfach der Weg. Also, ein bisschen kompliziert, weil es ja immer so ein bisschen ablaufmäßig ist, aber wir haben auch alles geoutsourced. Also, es ist nicht in Heidelberg, sondern in der Mitte, neben dem DHL-Drehkreuz in der Nähe von Gießen, ist unser Lager. Und da liegt alles von uns. Das ist ein riesengroßes Lager, was 8000 Kunden hat. Keine Ahnung, wer da noch ist. Das heißt, du siehst kein Paket, du siehst keine Retoure. Nein. Du sagst denen, du gibst denen dann quasi prozentual was ab und die machen quasi alles. Pro Order bezahlen wir da sehr viel Geld leider. Ja. Aber es lohnt sich. In unserem Fall, weil wir halt klein sind. Also wir sind, also keine Ahnung, 40.000 Teile machen normal 100-Mann-Läden. Ne? Mhm. Also so im Mode-Direct-to-Consumer-Bereich. Wir machen das zu dritt. Liegt halt schon auch daran, dass ich
Also ich design das, ich mache das Marketing, ich bin das Model, ich produziere alle Fotos, ich mache alle, also weißt du so, ich mache schon relativ viel davon und decke das dann ab, also was normalerweise länger dauert. Weißt du? Und aber gerade weil du so viel, ich versuche das nur gerade, das ist sehr spezifisch die Frage, aber ich sehe mich halt, ich versuche das gerade für mich zu beantworten. Ja. Wenn du so viel machst, wie kannst du ja noch die anderen Projekte machen und dafür den Kopf behalten? Das ist, die wechseln sich ja ab. Also es ist tatsächlich einfach nur eine Kalenderfrage. Okay. Also jetzt zum Beispiel kommen 4 total easy Wochen, in denen wir sich gar nicht Twitch Projekte machen. Na, die schiebe ich so, dass sie sich nicht überschneiden. Ja. Mhm. Und also für die Partner bin ich schon dann oft in Deutschland, weil das einfach deutsche Themen sind. Klar. Also so für Porsche mache ich jetzt auch nicht die weltweite Porsche-Kampagne, sondern... Warst du gerade in Berlin für Rügenwalder, ne? Genau, ja. Nee, in Hamburg war das, genau. Hamburg, mit Koro zusammen, egal. Aber für Porsche zum Beispiel mache ich hauptsächlich den Porsche Brand Store. Das ist so ein Community-getriebener Ort, der in der Innenstadt von Stuttgart ist und der erstmal überhaupt nichts mit Brand, Marketing, was auch immer und Testimonial zu tun hat, sondern ausschließlich was mit Run Club und eine Community, eine neue Generation auch ein bisschen an Porsche ranführen. Also da geht es auch nicht um Autos verkaufen, da geht es auch nicht um, hier ist der neue Taycan 4S mit was auch immer, so ein Brand, sondern da geht es einfach um Gefühl für Porsche, weil in Kalifornien hat Porsche einen komplett anderen Stand als in Deutschland, ne? Also so, das ist erheblich cooler. Hier ist jeder coole Creator, den du triffst, hat einen 911er hier. Ist total absurd, wie cool Porsche hier ist. Tesla ist kein Ding mehr hier? Ja. Hat David Dobrik früher hier in L.A. allen Leuten Teslas geschenkt. Ja, ja, schon das Hauptverbreitet. Hast du schon einen Cybertruck gesehen? Nee. Fährt hier die ganze Zeit. Ah, habe ich irgendwo letztens bei einem Blogger gesehen, der hier war. Hier die ganze Zeit da, ja. Aber ich hab ein selbstfahrendes Auto gesehen. Geil. Waymo heißen die? Oder ich weiß, war so eine Kamera oben drauf und die ist mir vorbeigefahren und ich musste dreimal hingucken, um zu checken, was da passiert. Aber wofür fahren die? Weil da war keiner drin. Naja, die testen hier noch. Also es ist ja alles noch Datengenerierung. War kein Taxi-Service oder so. Ich glaube, es ist noch nicht bemannt erlaubt. In San Francisco gibt es ein paar Bereiche, wo das geht schon. Aber ja. Naja, irgendwann, also richtig Future wird es ja, wenn es in die Tunnel dann reingeht. Mhm. Da ist es ja dann auch safer, glaube ich. Also hier ist es schon noch ein bisschen schwierig, würde ich fast sagen. Also so die 8-spurigen Autobahnen mit verrückten Verkehrssituationen. Aber auch und das ist halt, also weil wir vorhin auch noch, wir sind ja bei der Kulinarik abgebogen, darfst nicht vergessen, dass L.A. immer noch der kulturelle Hotspot der Welt auch mit ist. Einer der 3 oder 4, würde ich sagen. Also vielleicht mit Tokio zusammen kannst New York da noch reinschmeißen. Aber ansonsten ist das, wo popkulturelle Geschichte geschrieben wird. Popkulturell ja, aber während ich so durch die Stadt gehe, denke ich mir immer, man hört immer L.A., 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 L.A. Ob es jetzt irgendwelche, ich glaube gerade wurden wieder irgendwelche Awards hier für, nee, es war London, in London war gerade so eine Awardverleihung. Aber naja, die Oscars sind übernächste exakt, Woche. Aber also, ich Grammys grade, waren letzte Woche. Also, waren sie? Ja. Ah. Aber wenn man so durch die Stadt läuft, da fehlt es mir so ein bisschen an dem. Ja, aber das ist, glaube ich, das Ganzen. Das Wahrnehmung, das ist ja, wenn du auf ein Fußballspiel gehst. Ja. Ist das auch ein bisschen stumpfer, als es so glamorous im Fernsehen findest aussieht? Findest du? Ja. Ich finde, die Energie, die da herrscht, die ist genial. Ja, ich auch. Aber das Fußballspiel selber, der sportliche Vorgang, ja, ist ein bisschen so die Realität, die dann reinkickt. Und also, der Walk of Fame ist halt nicht glamorous, weißt du? Also so das Hollywood-Sein ist halt schon auch ein bisschen, also so, ist ja alles auch ein bisschen. Aber also, es ist schon absurd, wie, also wenn du hier Leute kennenlernst, wie relevant die halt auch alle sind. Mhm. Also so, das ist halt, da macht halt dann ein Typ die Apple-Ads oder der andere macht Special Operator von der größte Special-Effects-Typ, den es gibt. Und das sind dann halt nicht Leute, die, keine Ahnung, jetzt bei der neuen Matthias Schweighöfer-Serie irgendwas gemacht haben, wobei der hier richtig relevant ist, ne? Schweige ist richtig. Ich habe ihn auf dem Flugzeug jetzt wieder gesehen, als Heisenberg bei im Film. Ist richtig relevant hier in Hollywood. Na komm, hilf mir schnell, wer hat die Atombombe gebaut? Oppenheimer. Jawohl. Und es ist total. Also, es ist halt einfach. Es ist schon. Die sind schon der Zeit voraus hier, finde ich. Mhm. Also, so. Und du siehst einfach auch in der Medienlandschaft, einfach Sportvermarktung und sowas, das ist schon einfach, das Olympia jetzt 2028, also LA ist hot as shit gerade, also finde ich, ist meine Meinung, also das, und davon zähle ich schon Energie, also so, hier sind halt Info von Inspiration, meinst du? Ja, ja. Voll, 100%ig, glaube ich. Und von den Leuten und so weiter, das ist schon einfach total krass, finde ich, das hier so zu erleben und zu sehen, so, muss ich schon sagen. Und da gibt es natürlich schon auch dieses amerikanische Macher-Ding, ja, was auch eine riesengroße Rolle einfach spielt, dass du halt hier, dass so Typen wie ich
hier einfach sehr großen Respekt bekommen. Aha. Und die Leute gar nicht so, also interessanterweise, das meine ich null gegen dich, ne? Also dein Job ist ja hier, wir machen einen Podcast, du fragst, man will mich ja kennenlernen und ja. So, aber generell ist es so, dass super viele Deutsche ein Bedürfnis haben, was machst du jetzt eigentlich, was ist denn dein Beruf? Ja. Mich hat noch nie ein Amerikaner wirklich, der hat gesagt, oh, du machst diese geilen Klamotten, das ist ja voll geil. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er nicht, aber womit verdienst du meinst, das Geld? Du meinst, die hinterfragen das also nicht. Die geben eher Props für, wenn sie was geil finden. Mhm. So, natürlich ist es auch oberflächlich, ohne Diskussion, aber ich finde es total geil, oberflächlich fünfmal am Tag gesagt zu kriegen, dass meine Frisur total cool ist. Ich finde es tatsächlich besser, als angepflaumt zu werden im Taxi, dass ich in ein Taxi steige. Tut mir leid, Herr Berliner Taxifahrer, dass ich Ihre Dienste in Anspruch nehme. Das tut mir wirklich tierisch leid. Das sind nochmal Sonderfälle in Berlin. Ja. Ja? Also die hassen ja sowieso jeden. Ja. Ja, Busfahrer, aber ich meine, auch, oder was? Also ja. Das ist für ein Vorgang. Also das Berlin jetzt, ich bin auch kein großer Berlin-Fan tatsächlich, aber in London habe ich mich jetzt ein bisschen verliebt. Man muss ja wirklich sagen, das sind super. Sehr viele Menschen, Gentlemen. Also wirklich, das ist, wow, habe ich wirklich ein bisschen verliebt. Hast du ein Rezept auf Lager? Sag mal, irgendwas, was du in letzter Zeit sehr gerne kochst? Weil dann würde ich mich jetzt kurz zur nächsten Kategorie gehen, die heißt die Spezialität des Hauses. Ein schnelles Rezept. Ein schnelles Rezept. Ja, wo du sagst, ja, das mache ich gerne, das geht das schnell. Das muss ich jetzt hier erklären auch. Erklären wäre super. Sauber. Du kannst aber auch da oben einfach so ein Heft greifen. Nee, also ich glaube, das ist ein bisschen, alles in meinem Leben, deswegen ist das Logo von meiner Klamottenmarke auch eine Katze, eine Copycat. Aha. Ich habe schon viel kopiert in meinem Leben. Also so, ich habe fast nichts wirklich neu erfunden. Es waren immer Remixe von bestehenden Sachen, so auf eine Art. Ja. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, sonst wäre TikTok nicht so groß, wenn Remixe relevanter sind als jetzt wirklich echtes Neue. Ich habe großen Respekt vor Musikern, die wirklich neu kreieren oder sowas. Aber ist das nicht kaum noch vorhanden? Ist nicht alles? In meinem Leben nicht. Also ich kann nur für mich sprechen, ich habe fast alles nur geremixed. Das meine ich. Ich glaube, wer hat das Rad schon neu erfunden? Na, es gibt schon ein paar echte krasse Pioniere, ne? Also so. Und dann kommen die nächsten 10, die es wieder genau da abgekupfert haben. Aber keine Ahnung. Übernommen haben. Letztens JP Krämer kennengelernt. Das ist schon ein krasses Pioniertum, was der so macht da in Dortmund und so weiter mit seinem Museum. Der Auto. Der macht alles rund um Autos, oder? Ja. Ja. Es ist so. Und also macht vor allem, hat er in Dortmund was aufgebaut, was. Ich kam da nicht drauf klar. Das ist ein Burgerladen, wo 10.000 Burger pro Woche gegessen werden. Und wo man hingeht, das wusste ich alles nicht. Und ein Automuseum, wo 1.500 Leute pro Tag drin sind, wo seine Autos drin stehen und auch noch Leihgaben von. Also total absurde Welt, die ich nicht. Also so Silicon Valley in Autoform? Nicht so. Also das Erlebnis ist richtig Future, ja. Und richtiges Pioniertum, was das Erlebnis. Also der kümmert sich sehr darum, dass Leute eine gute Zeit haben, die da hinkommen und das erleben wollen, was er so macht. Und er macht halt einerseits auf YouTube das digital und analog in Dortmund echt beeindruckend. Also wirklich krass. Fand ich krass. Und das ist schon jemand, der was neu denkt und nicht geremixed hat, finde ich. Aber, und da komme ich von, mein Lieblingsrezept, was ich im Moment mache, ist der verkohlte Kohl. Ein bisschen von Robert von oben, dem besten Restaurant der Welt, ohne irgendeine Diskussion. In Heidelberg. Oben in Heidelberg ist. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, dahin zu gehen. Klare Nummer eins. Auch was Gastfreundlichkeit angeht und das Gesamtergebnis und so weiter. Und ich war im Noma und ich war an verschiedenen Orten im 11 Madison und was auch immer. Aber so oben ist die Eins, ohne irgendeine Diskussion. Finde ich. Grüße gehen raus. Dort ist auf jeden Fall, ich nehme ein Spitzkohl, sagt man, glaube ich, ein Weißkohl. Wie die Marken gibt beide Formen. Und sind es unterschiedliche Produkte? Der eine ist spitz, der andere ist rund. Okay, rund. Ein Weißkohl dann. Oh. Ja. Viertel den. Ja. Mach ihn mit ein bisschen Pfeffer, Salz und Olivenöl in Alufolie und pack ihn ins Feuer. Weil ich so viel mit Holzfeuer koche, packe ich den richtig unten rein. Mhm. Und zwar nicht bei Kohlen, sondern ins Feuer, richtig. Und dann verkohlt er da so eine halbe Stunde ungefähr und dann holst du ihn raus und dann ist der Rand meist richtig schwarz verkohlt. Ja. Und dann holst du ihn raus und machst so das Verkohlte ein bisschen ab und nimmst die Mitte aber raus. Da, wo er nicht verkohlt ist. Ja. Und von dem Verkohlten nimmst du ein ganz klein bisschen was, schneidest das so ein bisschen klein. Die gegarte Weißkohl ist es dann. Ja. Masse, die schneidest du in so kleine Viertel. Genau, das Kohlherz. Und machst so einen lauwarmen Salat dazu, ein bisschen Granatapfel, eine schöne Dijon-Vinaigrette da oben drauf und diese vom Verkohlten tatsächlich, also den Kohlestaub ein bisschen dazu.
Das schmeckt so unfassbar geil, finde ich. Granatapfel habe ich jetzt nicht erwartet. Absolut Lieblingsrezept, gerade sehr zitronenlastige Vinaigrette, damit viel Säure da reinkommt. Das macht es auch ein bisschen sommerlicher, weil ich kenne es immer nur als der winterliche Beilage, direkt. Kohl, schwer, deftig. Aber so könnte man es natürlich immer in eine andere Richtung pedern. Ne? Und natürlich ein Show-off. Ja. Wie nochmal was, dass man da so ein verkohltes Ding aus dem Holzfeuer holt. Ja, das stimmt. Das dann da machst und also tatsächlich was Ungewöhnliches. Kann man mit ganz vielen Sachen machen. Aubergine beispielsweise. Kannst du auch richtig schön verbrennen. Süßkartoffeln machen wir oft. Paprika. Ja, dann so loaded Süßkartoffeln. Bist du ein Griller? Ja, voll. Grille. Ich habe noch nie mal mit dem Grill besessen. Ja? Deswegen, ich habe das jetzt immer nur im Restaurant gegrillt und habe dann nie wieder gegrillt. Deswegen ist für mich ein Grill gar nicht so ein Riesenthema. Ich bräuchte mal unbedingt einen. Ich habe überlegt, ob ich mal das Green Egg frage, jetzt wo ich einen Garten habe seit einem Jahr. Ich brauche unbedingt mal einen Grill, auf dem ich mich austoben kann. Schon ein gutes Produkt. Ja, ne? Ja. Hast du einen? Ja. Hier? Ja. Und wen benutzt du öfter? Das im Moment in Asamodo viel mehr, weil ich halt so Bock auf langes, den ganzen Tag und dann geht das Holzfeuer da so und dann schmoren wir verschiedene Sachen und dann geht es da so vor sich hin. Ja. Im Moment testen wir auch ein paar Sachen für ein Kochbuch, was am Ende kommt. Wir machen aus den Heften ein Kochbuch wahrscheinlich dieses Jahr. Wie viele Rezepte sind denn am Heft drin? 30, je nachdem, okay. 40. Das da oben ist jetzt Prep. 4x30 sind ein Kochbuch. Ich habe mich immer ein bisschen dahinter versteckt, weil ich halt kein Koch bin und für mich gesagt habe, ich will lieber ein Heft machen. Das hat sich jetzt verändert. Aber ich mache es auch. Also ich habe mich erst getraut, weil ich so ein bisschen, das wird nicht nur kochen, sondern es wird so Kalifornien und da kommen auch ein paar von den Tripkey-Empfehlungen so ein bisschen mit rein, weißt du? Aber wer ist denn die Zielgruppe, und wenn du nur Kalifornien machst? Ist mir völlig egal, was die Zielgruppe ist. Ich habe noch nie über Zielgruppen nachgedacht. Ist das so? Das explodiert mein Gehirn. Wenn ich Sachen für Zielgruppen machen würde, dann gäbe es keinen Fahrradfahrer. Paul, keine Ahnung, wir haben gerade Playmobil, eine Figur von mir, rausgebracht. Das finde ich das Lustigste der Welt. Ich sehe überall Bilder davon. Finde ich einfach das Lustigste der Welt. Liegt hier irgendwo. Wie kannst du denn selber eine Playmobil-Figur machen? Kann man die einfach nachbauen lassen oder ist das mit Playmobil gemeinsam gemacht? Das ist natürlich eine offizielle vom Playmobil-Account und alles. Also Paul? Ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis. Ist es wirklich? Das ist der bestverkaufteste Artikel weltweit gerade bei Playmobil. Auf welchen Zeitraum gesehen? In den letzten 3 Wochen. Wow. Seit es rausgekommen ist. Weil, und ja, ohne Scheiß, jetzt könnte ich mich, also es hat nichts mit mir zu tun. Also, es ist weltweit der beste, verkaufteste Artikel und best vorbestellteste Artikel, weil diese Katze gut funktioniert und der Fahrradfahrer einfach ein relevantes Produkt. Das ist ein 4,99. Wir müssen das ganz kurz hier einblenden, damit ihr auch seht, um was es geht. Ja. Oh, so sieht es also aus. Ah, jetzt sehe ich auch die Katze. Hat einen Vorlauf von 1,5 Jahren. Die haben da, irgendjemand hört der Podcast oder hat irgendwie mich auf dem Zettel. Ja. Bei Playmobil, die haben dann die haben gesagt, wollen wir sowas machen? Haben mir eins geschickt, also haben einen Prototypen gemacht. Habe ich gesagt, sofort. Das ist das Geilste der Welt. Ja. Und ist übrigens der 3. Mensch, der sowas erst bekommen hat. Wer sind die anderen beiden? Luther. Der Mönch? Nee, der Evangelist, sagen wir es mal so. Martin Luther. Dann Peter Maffay und ich. Das sind die 3 Personen? Was? Also ich meine, wir wären da jetzt, also nichts gegen dich, aber mir wären da halt noch andere Personen eingefallen. Mir auch, muss ich schon auch sagen. Aber genau das finde ich das Lustigste der Welt. Wer wäre die erste Person, die dir eingefallen wäre? Ich musste sofort an Thomas Gottschalk denken, ich weiß nicht warum. Ja, es gibt, also bevor ich da rankomme, gibt es mindestens 570.000 Deutsche, die da davor kommen. Aber ich finde die Auswahl schon sehr absolut und crazy. Absolut. Und es verkauft sich halt wirklich richtig krass. Mega, das freut mich sehr. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das ist einfach nur, weil das sag es doch nicht, wenn es ein deutsches Publikum ist. Nein, das sind doch keine Leute, die kaufen das doch nicht wegen mir. Sondern wegen dem Fahrrad und der Katze. Genau, das ist eine lustige Kombination und es hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Also das wirkte so am Anfang so, als ob, oh, ich habe eine krasse Fanbase in Argentinien. Nein, habe ich natürlich nicht. Da hat noch nie irgendjemand was von mir gehört. Ja. Das ist einfach nur ein ganz okayer Playmobil-Artikel. Ja. Punkt. Kinder spielen gerne damit. Leute sagen, ach guck mal, das ist ein lustiger Fahrradfahrer, türkisch-schwarz. So. Aber sowas finde ich
total geil. Ich finde es das Lustigste der Welt. Absolut. Und ich finde es auch das Lustigste der Welt, das an meinem Geburtstag zu launchen. Also so, das war schon 3-4 Monate fertig und war auch schon so ein bisschen in der Dings. Da habe ich gesagt, nee, das wird erst an meinem Geburtstag gelauncht. Es durfte erst an meinem Geburtstag vor 2 Wochen verkauft werden, weil ich auf Instagram das posten wollte als, und genauso ist es auch gekommen, als Collab-Video. Happy Birthday to me. Nur Happy Birthday Ausrufezeichen. Mhm. Ein Video POV, wie ich ein Paket aufmache und dieses Paket bin dann ich als Playmobil-Figur. Besser wird's doch nicht im Leben. Nee, das ist das Schönste. Und das ist ein Collab-Post mit Playmobil weltweit und ab dem Moment gab es an allen Rossmann, Edeka und was auch immer Kassen. Also, genial. Da freue ich mich wie ein kleines Schnitzel. Und nicht genial von mir, sondern die Geschichte finde ich das Geilste der Welt. Punkt. Wenn du dir jetzt irgendeine Sache noch wünschen könntest, von deiner, also karrieretechnisch gesehen, du darfst dir wünschen, was immer du möchtest. Was wäre das? Und ich habe da schon die absurdesten Antworten gehört. Na, Fakt ist, dass ich bin schon total in der Zugabe von allem. Ne? Also so, ich habe so, also jetzt wirklich im Ernst, ich hatte so krass viel Glück und so viel Zufall hat eine Rolle gespielt. Ja, das sagen aber irgendwie immer alle Menschen, die erfolgreich sind, die sagen immer, ich hatte so viel, gut, vielleicht ist es auch immer Glück, aber es kann ja auch nicht immer Glück sein, da gehört glaube ich dann nee, es ist nicht nur mehr Glück. Also man muss, also ist auch Hustle. Das Wand-Tattoo ist ja, luck is when opportunity meets preparation. Also das ist tatsächlich so. Also so, die Möglichkeit ist da und du kannst sie nur ergreifen, wenn du vorbereitet bist und dann sie aber auch ergreifst. Punkt. Mhm. Also so. Aber, und das kann ich bestimmt gut, aber ohne Scheiß, dass Deutschland Weltmeister wird, wenn ich deren Teamfotograf bin, zufällig auf eine Art. Und ich war noch nicht mal der Teamfotograf, sondern wenn ich einen Bezug mit der Mannschaft habe und mich da reinlaber aufs Fußballfeld in Rio und ich dann nicht mehr rausgeschmissen werde da, das ist kein Können. War das die Geschichte mit den Geldkoffern, dass die Bilder aufgekauft werden sollten? Ich habe irgendwann mal im Hotel Matze mit dir gehört und ich habe nur Geldkoffer im Kopf für irgendwelche Bilder. Waren das für die Bilder? Nee, das war eher, also es gibt eine Geschichte, dass ich die Speicherkarten in den WM-Pokalkoffer gebunkert habe, damit die nicht wegkommen. Aber Geldkoffer hat mir niemand hingestellt. Ach, schade. Nee, sorry. aber es war schon nicht ganz klar, was mit den Fotos passiert, weil es weder einen richtigen Auftrag gab und noch irgendwie klar war, wie so die rechtliche Lage zu beeindrucken. Halt irgendein Dulli, der da rumgelaufen. Also ich war kein offizielles Organ des DFB und ich hatte. Aber Herr, wie bist du denn reingekommen? Du warst doch Dienstleister für irgendwen dort. Nee? Ich hatte ein Ticket in Block 417 um. Nein, ach so, du warst. Rein schlawinert. Du warst privat. Ja. Naja, der Punkt ist, wenn du 5 Jahre mit den Toten Hosen und Materia auf Festivals rumgelaufen bist, dann entwickelst du schon auch ein bisschen eine Attitude, dass du dazugehörst. Mhm. Das kann ich ganz gut. Mhm. Wenn du dann dich in den richtigen Momenten durchduckst, dann kommst du fast überall hin. Also. Bedeutet, eins führt zum anderen. Ja, aber ja. Muss halt aufpassen. Ich bin auch rausgeflogen 3-mal und dann haben halt. Basti Schweinsteiger hat mich zurückgezogen und hat gesagt, der gehört zu uns. Da sagt kein Ordner mehr. Der hat einen Pokal in der Hand und ist gerade Weltmeister geworden. Da sagt kein Ordner, ist mir doch egal, der hat keinen Pass um den Hals. Also, ja. Sondern. Und also alle haben ja, die kannten mich auch alle, deswegen habe ich die ja fotografiert in vielleicht im Highlight ihres Lebens, zumindest sportlich. Und wenn Leute für mich posen, dann denkt ja auch niemand mehr, dass der nicht dazugehört. Voll. Was ich aber sagen muss, ist, ich bin jetzt schon lang in der Zugabe von allem, was ich, also weißt du, so ich kann total frei darüber entscheiden, was ich mache gerade. Also so ich kann sagen, das will ich machen und ich kann aber auch sagen, das will ich nicht machen. Ich empfinde fast gar nichts von dem, was ich tue, als wirklich Arbeit, sondern es ist echt super viel Quatsch, Zauberfabrik, irgendeinen Schwachsinn machen, dies, das, irgendwie ganz cool. Und wenn ich mir genug Mühe gebe, in sowohl Herstellung von Produkten als auch Vermarktung von Produkten, also so, wenn ich das ernst nehme und sage, und jetzt möchte ich davon 15.000 Kochhefte verkaufen, dann klappt das auch, weil ich jetzt schon eine Basis von, es gibt diese Theorie der 1000 True Fans, von denen du schon überleben kannst. Das sind bei mir eher 10.000, vielleicht sogar 100.000 von Leuten, die wirklich seit 10, 15 Jahren
irgendwie mich auf dem Zettel haben und die ich ein bisschen begleitet habe auch in dem Weg und minimal, nur 0,1%. Was meinst du, durch welche Station kamen diese 1000 vor allem dazu? Oder hat sich das über die Zeit angesammelt? Angesammelt, ja, ist der Clou, weil, also natürlich, die waren mal 2 Millionen oder wahrscheinlich sogar 20 Millionen nach Rio, weil jeder wusste, wer dieser Fotograf ist. Mhm. Die waren mal nach dem Podcast mit Joko 10 Millionen noch. Da waren wir einer der größten Podcasts in Deutschland. Mhm. Und das bin ich lange nicht mehr, seit Joko nicht mehr dabei ist, weil ich ein Hundertstel von Joko bin. Weißt du, also so von der, ich bin kein Haushalt. Du gehst nach Deutschland, fragst 100 Deutsche, da sagen 99 noch nie gehört, Paul Rübke, keine Ahnung. Aber einer wird sagen, ja klar, krass geiler Typ, finde ich super und ich verdanke ihm relativ viel, weil zwei, drei Sachen haben wir gemacht. Und der ist mir dann, von dem zehr ich sehr. Nicht finanziell, sondern erstmal inhaltlich. So ist total ja. geil. Und hier kommen jeden Tag 5, 6 Leute vorbei. Hier? Ja, yeah. Jeden Tag kommen hier das Leute heißt, vorbei. Diese Sightseeing-Tour, die ist ernst gemeint, die ich vorhin angeteasert habe. Hollywood sein. Hollywood Boulevard. Podcast-Hörer, die in Kalifornien sind. Also nur Deutsche. Ah, die Adresse ist auch ganz ist manchmal, öffentlich, ne? Ja, ja, klar. Ja, ist im Impressum. Das finde ich auch, nee, finde ich auch gut. Also es ist ja ein Store hier auch. Ja. Also kannst ja auch, es gibt hier eine Special Edition, die es nur hier gibt, zum Beispiel von Paris. Und, und davon zehre ich total. Aber es sind auch nur 6 Leute, ne? Also so, es war noch nie, es waren vielleicht mal an einem Tag mal 20. Das war das. Ich finde also, das sehr, sehr viel. Das, total. Also ich finde das auch total krass, aber es ist nicht crazy riesengroß. Aber es ist auf der anderen Seite der Erde. Genau. Und es wären genug, um die Kaulitz-Leute aus der Bahn zu werfen, weil die wollen gar keinen sehen. Na, die bei Kaulitz stehen aber 5000. Wenn die. Da an der Bude, meinst du? Wenn sie so öffentlich wären wie ich. Ja, okay, ja, wenn sie öffentlich. Genau. Ja, ja, das kann sein. Doch, doch, also sie sind auch. Ich würde sagen, 20 mal mehr Leute hören deren Podcast als meinen Podcast. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber was ich damit meine ist. Ich bin eh schon in der Zugabe meines beruflichen Lebens. Ne? Mhm. Ich bin retired. Ich hatte einen Beruf als Fotograf und den habe ich niedergelegt. Ich muss nicht mehr fotografieren. So. Also ich muss meinen Beruf nicht mehr ausüben und kann trotzdem Produkte herstellen, kann trotzdem Menschen berühren, habe immer noch, es rufen noch Leute an. Es gibt noch Leute, die, es gibt sogar Marken, die mir Geld, es gibt, ich finde tatsächlich, also die 2 coolsten Marken, ja, die es auf der Welt gibt. Oh, jetzt musst du aber ein bisschen aufpassen, ne? Ja, das sind für mich unbestritten. Aber mit mehreren zusammen. Ja, aber für mich sind die 2 coolsten einfach ohne irgendwie mit wem ich zusammenarbeite. Ich warte eine. Ja? Porsche. Ja. Ja, dachte ich mir fast. Und Apple. Apple? Ja. Machst du was mit Apple? Ja, habe ich mal 1, 2. Außer es gibt. Ach so. Die haben mich mal zu einem iPhone-Lounge eingeladen und dann wurde ich in die Katakomben geführt und dann war da die Entwicklung der Kamera. Also es gibt eine Abteilung Kamera, iPhone, und es war ein Relaunch der Kamera, also keine Ahnung, ob das 11 war oder 12, keine Ahnung. Und dann habe ich eine Woche Beta getestet und jeden Abend wurdest du angerufen von denen, wie fandst du denn heute die Fotos und so weiter. Also weil ich war einer von 7 Leuten, die beim Launch das Telefon gekriegt haben. Das ist ja normal erst 3 Wochen später. Hast du es dann für doppelt so viel auf eBay verkauft? Nein, ich bin rumgelaufen und habe sichergestellt, dass jeder sieht, dass ich war so stolz. Na klar, wie ein das würde kleiner jeder 12-Jähriger. Jeder würde das machen. Deswegen, und das Porsche, dass ich mit Porsche, dass die der Meinung sind, dass ich ihnen helfen kann. Ja. Mit dem, was sie so tun, ist für mich unvorstellbar. Also es ist einfach völlig absurd. Also so, dass ich in Deutschland einen Taycan vor der Tür stehen habe von Porsche, ist einfach nur. Passt nicht in meinen Kopf. Dementsprechend gibt es keinen einzigen Traum noch. Also wirklich, ich bin voll in der Zugabe. Alles, was noch kommt, ist total geil. Ich hoffe, dass ich immer noch so viel Spaß daran habe, ja, wie ich dran habe. Aber auch Playmobil war jetzt nicht mein Lebenstraum, eine Playmobil-Figur, aber ich freue mich wie ein kleines Schnitzel darüber. Ah, vielleicht sogar noch mehr, weil es nicht geplant genau war. Genau, und dementsprechend ist das, wenn das so weitergeht und ich weiter Spaß an der Sache habe, das ist total geil. Wenn aber auch, und das muss ich auch sagen, ich habe einen ganz großen Teil in meinem Leben, der nicht öffentlich ist. Und das ist meine Familie. Ich habe 3 Kinder, ich habe eine Frau, von denen gibt es kein Foto, gibt es keine Insta-Story, gibt es keinen Podcast, gibt es keinen, also die existieren, die ignorieren, also die, von denen erzähle ich auch hier öffentlich, ja, dass die existieren. Ja. Kann ich auch sagen, wie alt die sind oder wie die heißen, ist mir egal. Aber
die finden nicht statt in der öffentlichen Person, Paul Ripke. Über mich selber mit so einem vollen Namen zu reden, aber in meiner öffentlichen, beruflichen Rolle finden die nicht statt. Ja. So. Meine Frau ein bisschen in der Kochsache, weil sie der Inhalt von Rip Kitchen ist. Deswegen heißt es auch Rip Kitchen und nicht Paul's Kitchen oder sowas. Dadurch habe ich einen Hafen, der mir schon immer total, also dadurch bin ich auch nur Zufall gewesen, dass ich das irgendwann mal entschieden habe und dann auch durchgezogen habe, aber dadurch so eine Basis habe von, da steht gar nicht zur Debatte, ob ich irgendwas poste oder was herstelle an Stories oder an was auch immer. Und die sind total glücklich, dass wir jetzt gerade in Kalifornien sind. Also, die wären aber auch total glücklich, wenn wir, keine Ahnung, nicht mehr das Geld zur Verfügung haben hier. Wir wohnen hier zur Miete, ne? Also so, wir wohnen wunderbar. Wir haben die größte Lebensqualität, die man sich jetzt gerade ausdenken kann, in dieser Woche. So, aber das muss so nicht bleiben. Mhm. Das ist auch total, meine Frau ist total fein mit mir, nach Alaska zu ziehen und was auch immer da zu machen. Oder, keine Ahnung, nach Dänemark. Nee, ist wirklich so. Und alle drei Kinder sind auch so. Die sind auch fein damit, wenn das nicht LA ist. Mhm. Und das ist eine riesengroße Qualität. Und ich bin auch total fein damit, wenn das alles weg ist. Also wenn die ganze Öffentlichkeit, wenn mein Instagram-Account, ich habe echt ein bisschen drüber nachgedacht, weil, also ich bin ein kompetitiver Trottel, der 1 Million Follower haben wollte. So, und da habe ich seit 3 Jahren das sehr ernst genommen, bis ich jetzt 1 Million Follower habe. Ich wollte gerade sagen, es ist gerade passiert, oder? Genau. Ja. Auch ein bisschen zu schnell dann, weil ich noch so ein, danke sehr. Ich habe lang drüber nachgedacht, ob ich es danach ausschalte. Was meinst du, den Account löschen? Ja, einfach, weil, fertig. Das wäre aber einfach so absurd gewesen. Ja, aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade von Paris, von AWFNR, von Rip Kitchen alle Einzelaccounts auch abgestellt, weil wir eine andere Kommunikationsstrategie fürs Jahr 2024. Aber heißt abgestellt, dass ihr die Apps vom Handy gelöscht habt oder habt ihr die Account da, ihr habt es ja nicht gelöscht, oder? Sie sind archiviert, aber sie sind nicht mehr öffentlich sichtbar. Okay, das ist aber, es gäbe noch einen Plan B. Ja, ja. Ein Weg zurück. Ja, ja, aber der wird keine Rolle spielen, glaube ich. Mhm. Also was ich aber sagen will, es gibt wirklich kein Projekt, kein Ziel, kein Plan, kein... Das ist schön. Das ist voll geil. Das ist mega schön. Mit was beschäftigst du dich denn, wenn du jetzt am Tag, weiß ich nicht, so ein Tag bei Paul Ripke, mit was beschäftigst du dich gerade am meisten? Also heute habe ich 2,5 Stunden mit Matze Hilscher darüber telefoniert, was die Neuausrichtung von meinem Podcast AWFNR angeht. War er gerade eben in der Leitung, als ich kam? Genau. Ja. Der guter Freund und sehr verehrter Podcaster von mir, der aber, wo ich das Glück habe, dass er sich so mit mir auseinandersetzt, dass er auch sehr konstruktiv deutlich seine Meinung sagt, was er nicht so gut findet an meinem Podcast. Ja. Und bespreche ich dann mit meinem Chefredakteur David Osterkorn, das ist mein ehemaliger Assistent, den ich jetzt zurückgeholt habe und ihn einfach nur Chefredakteur nenne, weil er so ein bisschen redaktionell klären soll, überall, wo wir kommunizieren, muss jemand von draußen ein bisschen mitgucken. Da habe ich tatsächlich keinen Überblick mehr, dass ich sowohl Kochen als auch Sport als auch was auch immer passiert, Mode ein bisschen die Waage hält, so wie ich es gerne habe. Entschuldigung. Ich hatte... Matze habe ich übrigens mal getroffen. Ich war mal wie so ein blinder Fleck auf einer Veranstaltung eingeladen über Gustav bei der Release-Party von Tokyo Hotel. Mhm. Und wenn du da bist und du kennst keine Sau außer Gustav und dann ist dann irgendwie Bonnie Strange, dann ist da Riccardo Simonetti, dann ist da der eine von After Hour Unzensiert, dann sind die Collins-Brüder da und irgendwo stand dann Matze rum, der ähnlich falsch, obwohl er wahrscheinlich alle kennt, weil er viele davon interviewt hat, aber er wirkte... Ja, der ist nicht so der Party-Socializer, muss man schon sagen. Ja. Und ich hatte gedacht, okay, was mache ich hier? Ich kann jetzt rausgehen mit Gustav, weil über das Grillen reden, was ich auch gerne gemacht habe. Oder aber, ich guck mal, wo ich angreifen kann. Ich bin nur zu Matze hingegangen, habe gesagt, Mensch, dein Podcast finde ich übrigens richtig geil, auch wenn ich gerne zu einschlafe, aber ich höre mir fast jede Folge davon an. Voll riesengeiler Podcast. Das ist mega. Das ist wirklich mega. Echt ein Mehrwert. Kurze Anekdote zu Matze. Ja, genau. Und er hat mir deutlich gesagt, dass ich nicht live, und ich will das immer in Englischen, weil es ist so dumm, das so viel zu sagen, aber live up to your potential ist ja wirklich was Uramerikanisches. Also, dass man die Möglichkeiten ausschöpft, dass man das Beste herausholt,
was möglich ist. Mhm. Und da sagt er zum Beispiel deutlich, dass ich das in meinem Podcast im Moment nicht tue. Mhm. Zumindest letztes Jahr nicht tue. Und ermutigt mich dann und sagt, guck mal, so hätte ich gern, dass du das Potenzial ausschöpfst. So, das war der heutige Tag. Und dann ist aber auch, jetzt ist 13 Uhr, 14 Uhr, wir bin jetzt fertig für heute. Ich habe heute nicht mehr so viel zu tun. Montags haben wir immer Board-Meeting, so nennen wir das. Da gehen wir durch alle Projekte einmal durch, sind 4 Leute. So einen älteren Freund, der mir da hilft noch. Digital oder hier mit den Leuten, die vor Ort sind? Digital. Die 2 sind quasi meine, also Jan macht so die Finanzen, der hat einen Finanzhintergrund. Ja. Der macht Cashflow. Cashflow ist leider ein Riesenthema. Also so. Cashflow ist immer gut, wenn er da ist. Boah, es ist so nervig einfach, weil, also auch da bin ich sehr speziell. Ich habe noch nie auch nur einen Kredit aufgenommen, noch nie auch nur ein Produkt finanziert. Ich alles, was ich, also jedes T-Shirt und also sind ja teilweise Warenbewegungen, also keine Ahnung, es sind 250.000 Euro, die da teilweise sich bewegen und dann Import-Tax und bla, das sind einfach Summen, was quasi aus der eigenen Tasche die kommt. Nicht so richtig einfach zur Verfügung manchmal sind. Und erst recht, wenn wir dann, und da haben wir letztes Jahr Scheiße gebaut, weil wir halt im Juli im absoluten Hochsommer in Deutschland die schwersten Hoodies, die wir je rausgebracht haben und gar niemand die gekauft hat. Also 2 Monate zu früh circa. Oder zu spät oder also einfach völlig falsch getimed ja, so, und so. Und da, ja, also sowas beschäftigt mich dann leider, das mache ich nicht so gerne. Also Cashflow würde ich gern einfach loshaben. Aber ja, so läuft dann der Tag ab und dann habe ich eine Juristin, die so meine rechte und linke Hand ist, ich kriege viele Briefings morgens. Wir nennen es ironisch Presidential Briefings und die sind auch immer so dumm. Und da werden so Vorschläge vorgelegt und du musst dich für die 3 entscheiden? Nee, die sind so, also wir können mal reinhören ins heutige, ich weiß nicht, je nachdem, ob ich das jetzt dann danach freigeben kann. Aber Sina sagt dann Folgendes. Schönen guten Morgen. Soll ich mit dem Fabian von das? Ja, da müssen wir jetzt schon mal Stopp machen. Oh Mann. Die geht dann einfach durch die Punkte durch. Und ich habe es noch nicht abgehört, jetzt tatsächlich. Und da sind dann irgendwelche Aufgaben, die ich zu tun habe, Entscheidungen, die ich treffen muss, vor allem. Also was Kollektion angeht, was machen wir das so, machen wir das so. Das heißt, sind gar keine immer wiederholenden Aufgaben, sondern quasi jeden Tag musst du wieder drauf gucken, was steht heute an. Ja, wenn ich nochmal eine Kalorie ganz zum Schluss hier reinbauen kann, wobei ich natürlich... Muss einmal kurz pinkeln. Ja, darf ich noch kurz pinkeln? Selbstverständlich. Währenddessen kann ich einfach diesen Raum hier weiter beschreiben, in dem ich gerade sitze. Denn wir sind hier gerade im Pari Clubhaus und es gibt auch ein Bull vor der Tür. Wegen dir? Oh, Feuerwehr. Oh. Brennt das Haus? Er hat gerade gerufen, die Feuerwehr und auch die Polizei steht vor dem Haus. Und was los ist, sehe ich aber jetzt gerade nicht. Was hast du? Jemand will vom Balkon springen. Da nebendran. Deswegen sind hier... Die Balkone sind doch hier gar nicht so hoch. Ja. Das wäre Quatsch. Ein gebrochener Knöchel. Ja, ich, das wäre... Außer man macht einen Köpf. Trotzdem unnötig auf den Mittag. So ein gebrochener Knöchel. Gestern habe ich gesehen, dass das Haus gegenüber von uns bestimmt 30 Mal von einem Hubschrauber umrundet worden ist und ein Richtscheinwerfer hat versucht, die Dachterrasse abzuscannen. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum er das macht. Was kann man finden? Und dann war auch die Idee, vielleicht will jemand springen. Da dachte ich mir aber auch, vielleicht ist er jetzt geblendet und sieht nicht mehr, wo er hintreten muss. Ghetto Birds heißen die in L.A. Ghetto Birds? Ja. Mit Suchscheinwerfer. Apropos Suche, wenn ich auf der Suche nach der besten Maultasche bin, komme ich dann an der Paultasche überhaupt noch vorbei? Wenn du... Wow, der Übergang war auch hervorragend. Ein hervorragender, also A, überhaupt das Wort richtig zu sagen. Die Paultasche, das ist ein... Also zum Beispiel auch ein rein inhaltlich, fand ich den Witz gut. Ja, aber du bist ja aus Baden-Württemberg. Korrekt. Ich habe gehört, da war da nicht Cranberry oder sowas drin? Das sind original kalifornische Paultaschen. Na klar. Das heißt, sie haben einen Hauch Cranberry drin. Natürlich. Und haben tatsächlich, weil ich gerne, das war mein Lieblingsrezept damals, Paultaschen, also Maultaschen, the artist formerly known, scharf angebraten, mit Balsamico-Creme abgelöscht oder Balsamico-Essig abgelöscht. Ist das der Zorro, den du rausdrückst aus der Flasche? Ja, auch das, früher studentisch. Und dann aber ein bisschen Cranberries dazu. Total geil. Die Süße. Als du Student warst, gab es in Heidelberg Cranberries? Ja. Nee, in Hamburg gab es die. Ich habe in Hamburg studiert. Ah. Da gab es tatsächlich,
Es gab Burger-Maultaschen in einem Rewe. Die auch schon stark sind, muss man sagen. Sehr gut. Und Burger, ich habe das im Podcast mal thematisiert, dass ich gerne. Ach, ist das eine Kooperation mit Burger und dir? Nee, eben nicht. Weil, also ich habe Burger dann formuliert, sagen wir es mal so, und dann hat Burger mich angeschrieben, wie das ja manchmal so ist, mit ein bisschen Reichweite, und dann dachte ich, ja geil, jetzt passiert alles, und dann habe ich dann Kontakt gehabt und habe gesagt, ja okay, dann treffen wir uns, dann machen wir Forschung und Entwicklung, wie viel Cranberry da reinkommt, ich hätte gerne ein bisschen Protein da drin, und dann sollten die auch vegetarisch sein und so weiter und bla. Und gesagt, ja, alles klar, ja, sind wir am Start, können wir machen. Außer, also, sie meinten es ernst mit dem Portage, und ich so, ja, und dann so, ne, ich würde sie jetzt zu einer Werksführung in der Burger-Markenwelt einladen. Also sie können mal sich hier umschauen in der Fabrik, also wenn sie wollen. Aber also wir, na, immerhin. Wir können doch keine Paultaschen machen. Also hat sich so völlig fassungslos. Passiert mir oft, muss ich sagen. Also ich was denn? Dass du fassungslos mal, bist? Nee, dass sie gegenüber fassungslos. Ich bin auch mal bei Sony reingelaufen und habe gesagt, Manuel Neuer als Fotografentestimonial macht keinen Sinn. Da komme ich jetzt hin. Das ist, dann haben die gesagt, Herr Riffke, sind Sie verrückt geworden? Können Sie bitte den Raum verlassen? Bis einer Ja sagt. Ja, manche sagen ja. Also in dem Fall Settele, viel bessere Maultaschen auch noch, muss man tatsächlich sagen, aus Ulm. Das sind Ulmer, das ist die Nummer 2 am Maultaschen- und Spätzle- und Schupfnudelmarkt. Ja. Und die kommen aus Ulm und ist ein Familienunternehmen und ein bisschen kleiner, muss man auch dazu sagen. Und die haben dann gesagt, wir machen dir die Paultaschen. Und mit denen machen wir das zusammen. Das ist aber so, dass die Maultasche ist schon per se ein sehr regionales Produkt. Also findest du? Ach, deutschlandweit mag man schon gerne Maultaschen. Nee, leider nicht. Sag ich als Süddeutscher. Ja, ich kann dir sagen, dass die Marktverbreitung von Maultaschen fast ausschließlich in Süddeutschland ist. Es gibt ausgewählte in Großstädten, in urbanen Zentren, weil sehr viele Süddeutsche dorthin gezogen sind, gibt es dann die Maultasche manchmal. Aber, also jetzt so in Krefeld findest du keine Maultasche. Ach so. So, und das heißt, die armen Menschen. Die, ja, schlimm, finde ich auch. Das ist absolut. Nur keine Zustände. Das ist ganz, ganz schlimm. Und aufgrund dessen dann auch noch die Paultasche war jetzt so im Allgemein, also so sehr die Playmobil-Figur zum Beispiel funktioniert hat bei jemandem, der nicht wusste, wer ich bin, hat die Paultasche gar nicht funktioniert bei jemandem, der nicht wusste, wie ich bin. Was ja immer noch 99% aller Leute sind, die an dieser Paultasche vorbeilaufen. Die haben wir da mal getestet in 3 Supermärkten. Das war ein massiver Flop. Also da hat jetzt niemand Paultaschen gekauft. Hast du die mal geschmacklich getestet vorher? Ja, also klar, ich meine, hast du die mal ausgeteilt und quasi eine normale klassische Maultasche gegen die Paultasche angeboten? Weil ich bin mir sehr sicher, als Maultaschenprofi, der ich ja bin, dass es an der Cranberry lag. Eine Cranberry, das beißt sich. Ich weiß, ich verstehe den Hintergrund, aber ich glaube, ich würde der Paultasche mal eine Chance geben. Der Name ist geil, aber ich glaube, die Cranberry ist es. Die muss weg. Es war zu egozentrisch vielleicht. Also es ist wirklich einfach das, du bist was jetzt ich halt mag. Voraus. Ich finde das extrem. Die Menschen sind nicht bereit für Cranberries. Es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt. Da musst du einfach nochmal der Gesellschaft ein bisschen Ruhe geben. Vielleicht. Cookies and Cream machen wir jetzt. Paultasche, Cookies and Cream. Paul, hier zum Ende des Podcasts, wirklich, ich meine, es ist mir eine große Freude. Du warst hier mein Fels in der Brandung in Los Angeles, in der Stadt, freut in der mich, ich mich ein bisschen verloren fühle. Aber ich finde, wir müssen noch ein paar Grüße rausschicken. Ja. Und die Kategorie heißt Gruß an die Küche. Ein Gruß an die Küche. Nicht aus der Küche, sondern an die Küche. Und ich möchte wissen, welche Küche du gerne grüßen willst. Ein Kanal, den du vorstellen könntest, wo du sagst, Mensch, da schaut immer vorbei, das ist ganz großes Kino. Ich finde ja tatsächlich, dass alle Farben, kennst du den? Ganz. Ja. Der kocht richtig geil auf Instagram. Der ist Konditor. Abgefahren, wie gut der ist. Der Konditor, kocht. Ne? Und dem würde ich mal Props geben für seine Kochvideos. Das finde ich wirklich krass. Also es ist wirklich krass, wie geil das ist. Und ich finde es beeindruckend, wie, also jedes einzelne Video ist so, dass ich sage, boah, ist geil. Ist wirklich geil. So. Und sein Kameramann ist Phil, an den gehen auch Grüße raus, weil der kommt auch aus Aschaffenburg. Ja. Hast du ihn mal live gesehen beim Perform, also nicht beim Kochen, sondern auch als DJ? Ja. 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 Ich habe dich auch mal gesehen bei Luft und Liebe Festival in Duisburg, fand ich auch ziemlich stark. Also liebe Grüße gehen raus an Franz Alle Farben, den ich jetzt zuletzt ganz oft, wo war das denn? Hat er nicht einen Song gemacht für nicht Love Island, sondern fürs Dschungelcamp? Ich glaube,
Gefällt. Bist du mit RTL auf Kriegsfuß oder? Nee, darf, kann man ruhig drüber sprechen. RTL ist nun wirklich. Ich glaube, Franz hat den Dschungelcamp-Song gemacht. Ich habe auch mal für die Bild gearbeitet. Früher. Und damit beschließen wir diese Folge Pod mit Ei. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, lieber Paul, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude, dass du da warst. Und schaut mal bitte auch rein auf YouTube. Der Kanal ist jetzt umgezogen, hat einen eigenen Kanal bekommen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Weiterempfehlungen. Auch gerne einfach mal ein iPhone kaufen, wenn ihr keins habt, damit ihr auch in, bei Apple Music eine Bewertung dalassen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste oder übernächste Woche. Bis dann. Bis bald. Tschüss und ciao, ciao. Danke dir, Paul. Tschüss, warte. Sehr gut. Merci.